Hallo zusammen und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für einen Dienstagsstream. Hallo an alle, die live dabei sind. Hallo an alle, die auf YouTube jetzt dabei sind. Wir spielen heute mal ganz was anderes. Und zwar Vampire Survivors. Das wollte ich euch jetzt mal vorführen. Das ist schon eine ganze Zeit lang auf Steam total im Trend. Ist mal wieder voll an mir vorbeigegangen, wie so oft. Und ich bin ziemlich spät auf der Party. Aber das mindert meine Faszination für dieses Spiel nicht im geringsten. Vampire Survivors ist ein Roguelite. Und zwar ein ziemlich schnelles, verrücktes, actionreiches Roguelite, das echt ziemlich viel Spaß macht und eine ziemlich coole Progressions- und Motivationsmechanik hat und eine ziemlich gute Metaprogression. Naja, die Metaprogression ist normal, aber die Progression während der Runs ist ziemlich gut. Hi Abraxe, wie geht's? Habe ich dich überzeugt bekommen? Ich weiß gar nicht, hast du mir das Spiel auch schon empfohlen? Verdammt, das muss ich nämlich ganz ehrlich sagen, das wusste ich gar nicht mehr. Ich bin zufällig über einen Podcast draufgekommen auf das Spiel jetzt. Sorry, falls du das auch schon erwähnt hättest. Ah, kann sein. Sorry, ich vergesse Sachen. Genau, wir spielen heute jetzt mal ein, zwei, drei Runden Vampire Survivors. Ich bin noch ziemlich am Anfang. Ich habe gestern zum ersten Mal ein paar Runden gespielt. Plötzlich war es 1 Uhr morgens und ich wusste nicht, wo die Zeit hin ist. Es gibt noch ziemlich viel Waffenkombinationen für mich, die ich entdecken kann. Und ich habe mich auch nicht gespoilt und ich will die auch selber so ein bisschen rausfinden. Deswegen wird das alles... was ist denn jetzt los? So. Deswegen wird das alles so ein bisschen auch Rumexperimentiererei. Na gut, zum Vorführen würde ich sagen, für alle, die das jetzt nicht kennen, nehmen wir jetzt einfach mal den Standardcharakter Antonio und spielen auf der Standard-Map im normalen Modus, damit ihr mal seht, wie das so abläuft. Auf die Plätze, fertig. Also, unser Standardcharakter hat die Peitsche ausgerüstet. Und am Anfang macht die Peitsche immer wieder mal einen Schlag in Blickrichtung des Charakters. Das ist nur links oder rechts, oben und unten gibt's nicht. Hi Stargater, hallo! Wie ihr vielleicht schon merkt, greift unsere Hauptfigur automatisch an. Ich muss keine Attacke-Taste drücken, ich lenke die Figur nur. Und das bleibt auch das ganze Spiel so. Jetzt haben wir unser erstes Level abgeschafft und dürfen uns unser zweites Ausrüstungsgegenständchen aussuchen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ob wir den Feuerzauberstab nehmen, das heilige Wasser oder die Axt. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe mir nämlich hier einen Spickzettel gemacht mit Waffenkombinationen, die ich schon gefunden habe. zu denen kommen wir noch, wenn es soweit ist, zu den Waffenkombinationen, was die eigentlich bedeuten. Und ich möchte neue rausfinden. Den Firewand kenne ich schon. Die Axt. Warum nehmen wir nicht die Axt? Okay, die Axt ist... Ich finde die nicht so gut, aber passt schon. Los geht's. Im Endeffekt töten wir quasi mit unserer Standardattacke, hi Retro Gamer, Games, so viele Gegner wie möglich und sammeln die blauen Pünktchen ein, die erscheinen, weil das ist die Erfahrung, die wir brauchen, um neue Attacken freizuschalten oder unsere bereits gewählten Attacken aufzuleveln. Und das startet ganz schön low und gemütlich und sieht auch ein bisschen crappy am Anfang aus, ich verstehe das, aber das wird noch ziemlich cool. Wartet's nur ab. Hey Desert Railgun, hallo. So, wir dürfen uns die nächste Waffe aussuchen. Ich glaube, ich nehme mal das Cross. Ihr merkt vor allem, wenn ihr Castlevania kennt, die Waffengattungen sind sehr stark von Castlevania inspiriert, wie man hier sehen kann. Ne, die Flugbahnen, die Physik von der Axt und dem Kreuz fühlen sich sogar genauso an wie in Castlevania. Diese Fledermaus mit dem blauen Rahmen ist jetzt so ein bisschen unser erster Boss, dem wir begegnen. Den zu besiegen wäre ziemlich cool, aber ihr seht schon, wir werden jetzt auch schon von Zombies ziemlich belagert. Die kommen aus allen Richtungen. Wir müssen jetzt auch schon ein bisschen ausweichen. Versucht die Obermufti-Fledermaus ein bisschen zu bearbeiten. Ah, ja, die ist tot. Großer Erfahrungspunkt Klumpen, das ist gut.
Ja, ich glaube, ich nehme mal den Clover für plus 10 Glück. Hauptsächlich, weil ich das nicht so oft nehme, weil ich nicht genau weiß, was Glück eigentlich bringt. Aber gut, her damit. Mist. Fledermaus hat uns einmal kurz angeknabbert, aber halb so schlimm. Auch sehr ähnlich wie in Castlevania kann man hier diese Feuerquellen kaputt hauen und teilweise nützliche Items finden. Meistens findet man ein Gold, das ist im Grunde gar nichts. Aber ich hoffe, dass unser erhöhter Glückswert uns vielleicht auch hier hilft, dass wir ein paar mächtigere Artefakte finden. Bis jetzt hatten wir nicht so wirklich Glück. Oh, jetzt kommen die Fledermaus-Schwärme! Die sind meistens relativ gefährlich, außer man hat Knoblauch. Kommen wir bestimmt noch dazu heute. Je nachdem, wie lange wir das Spiel spielen, machen wir bestimmt mal einen Knoblauch-Run. Knoblauch ist nicht die beste Waffe, aber ich mag sie total gerne. Ja, bitte, Abraxe, das darfst du mir gern sagen, was Glück genau bringt. Ich weiß nur, dass man hier irgendwann eine zusätzliche Auswahl kriegt. Aber wirkt sich Glück, also das würde mich vor allem interessieren, wirkt sich Glück auf Truhen aus, erstens? Und zweitens auf das, was man in den Fackeln findet. Weil das wäre mir wichtig. Ansonsten interessiert mich Glück vielleicht gar nicht unbedingt. Aber kannst du mir gern sagen, was mir Glück bringt? Das ist für mich jetzt kein so schlimmer Spoiler. Okay. Wings. Character Move. 10% schnellere Bewegung oder 8% mehr Erfahrung. Da leveln wir lieber die Axt noch ein bisschen hoch, würde ich sagen. Damit die mehr Schaden macht. So, sammeln wir mal von unserem vorherigen Schlachtfeld noch ein paar Erfahrungspunkte ein. Ich habe da schon so eine passive Fähigkeit aufgelevelt, damit mein Charakter ein bisschen mehr Reichweite beim Aufsammeln von Gegenständen hat. Das ist ziemlich nützlich. Am Anfang muss man wirklich komplett einfach drüber laufen. Und das ist teilweise schon ein bisschen schwierig, weil halt überall Gegner sind. Gerade da, wo die Erfahrung liegt natürlich. Ah, die nächste Boss-Fledermaus. Jetzt kommen schon Skelette. Ich habe das Gefühl, unser Charakter ist aktuell noch ziemlich schwach, ne? Ich weiß nicht recht. Ich nehme mal das Peitschen-Upgrade. Das ist ziemlich gut. Jetzt peitschen wir in beide Richtungen. Vor uns und hinter uns. Das ist ziemlich nützlich. Damit kann man sich auch ein bisschen den Rücken besser freihalten. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, irgendwie ein bisschen raus hier. Bevor die Skelette um uns herum dicht machen. Ah, so viel Erfahrung liegt da und ich komme nicht hin. Unmöglich. Oh, eine Schatzkiste. Das ist sehr gut. Die holen wir uns gleich. Jetzt, nehme ich mehr Glück. Und wir holen uns schnell die Truhe. Okay, unsere erste Truhe. Das sind die Lootboxen im Spiel. Je nachdem, also es ist eben Zufall. Keine Ahnung, ob Glück das beeinflusst. Das wird unser Braxe vielleicht gleich sagen. Kriegen wir ein Item, drei Items oder vielleicht sogar fünf Items aus dieser Kiste. Schauen wir mal. Ah, es ist nur ein Item. Schade. Ein Axt-Upgrade und 83 Gold. Das Gold braucht man für die Meta-Progression, also für die Progression zwischen den einzelnen Spielen, die übergreifende Progression. Die einem halt jeden Run ein bisschen leichter machen. Okay, hauen wir uns die Peitsche noch ein bisschen hoch. Mehr Peitschen-Power ist immer gut. Sehr gut. Ah, ich sterbe. Ich darf nicht so viel in den Chat gucken. Aber hallo, Rosti, die alte Seemine. Wie geht's? Ah ja, jetzt könnten wir uns Knoblauch holen. Wie gesagt, Knoblauch ist nicht die mächtigste Waffe. Gerade früh im Spiel ist die aber sehr gut. Aber ich glaube, ich level lieber das Kreuz hoch, bevor wir uns jetzt Knoblauch holen. Knoblauch bringt nicht mehr so viel. Knoblauch ist am Anfang in der Fledermausphase nützlich. So spät macht Knoblauch, finde ich, fast gar keinen Sinn mehr. Aber wir nehmen dann mal den Knoblauch-Charakter. Das ist gleich ein ganz anderes Spielgefühl von Anfang an. Das ist super.
Aha. Jetzt sind wir dem nächsten Boss in die Falle gegangen, quasi. Der spannt hier so einen Kreis aus Blumen um einen. Und dann ist man hier gemeinsam mit einigen Gegnern gefangen. Aber ist alles kein Problem. Die Bibel, die nehmen wir. Ab und zu erscheint jetzt quasi zusätzlich zu unseren anderen Waffen eine Bibel, die um uns herum kreist und Schaden anrichtet. Das ist ganz nützlich, das kann man brauchen. Vor allem, wenn die ein bisschen hochgelevelt ist. Jawohl, Boss besiegt. Und? Ah, come on. Schade, schade. Okay, cool, wartet mal kurz. Ein Peitschen-Upgrade, sehr gut. Jetzt muss ich mal kurz lesen, was Abrax uns zum Glück geschrieben hat. Glück erhöht die Chance, dass du erstens pro Level-Up bis zu 4 Auswahloptionen bekommst. Genau, es erhöht die Chance, von Fackeln etwas Besseres als Münzen zu bekommen. Sehr gut. Es erhöht die Chance, mehr als eine Belohnung aus einer Schatztruhe zu erhalten, mit bestimmten Dingen doppelten Schaden zu machen und das Pentagramm keine EX und so weiter zerstört. Ah, ich verstehe, weil das Pentagramm war für mich immer ein komplett nutzloses Item, weil das ja alles kaputt macht, auch Bosse, die ich gerne looten würde und sowas. Aber das ist eine gute Information. Okay, dann macht Glück genau das, was ich hoffte und sogar noch mehr. Also Glück ist gut dann. Das sieht aber nicht wie Castlevania aus. Nee, es ist auch nicht Castlevania. Ich habe nur gesagt, die Waffen, die sind sehr stark, die Angriffsmuster der Waffen sind sehr stark an Castlevania angelehnt. Diese grünen Mordzombies halten ziemlich viel aus. Aber das passt schon. Das ist, finde ich, weil es ist quasi so, es gibt verschiedene Maps in dem Spiel und auf jeder Map kommen aber immer die gleichen Monster in den gleichen Abständen. Und ich muss sagen, die Phase, in der nur diese grünen Mordzombies da unterwegs sind, ist immer, finde ich, die langweiligste Phase auf dieser Map hier. Weil da passiert nichts. Jetzt kommen schon langsam wieder. Okay, jetzt geht's wieder los. Weil die sind zäh, die sterben so langsam, man kriegt nicht wirklich Erfahrungspunkte. Die sind aber auch lahmarschig und nicht besonders gefährlich oder sowas. Es sind auch nicht super viele. Ich hoffe, wir schaffen es in dem Stream, dass wir einmal so einen richtig guten Run hinbekommen, damit ihr mal seht, wie das dann hinten raus eskalieren kann. Ich bin zuversichtlich. Das passiert in dem Spiel schon öfter mal. Schauen wir mal. Ich guck mal, genau, ich wollte gerade sagen, ich guck mal, dass wir ein Hähnchen finden. Geschafft. Ah, ein Kleeblatt. Yes. Ich glaube, das erhöht unser Glück jetzt noch weiter, oder? Ich glaube schon. So, die grünen Steinchen bringen ein bisschen mehr Erfahrung wie die blauen Steinchen. Kann man sich schon denken. Man hat doch schon von einzelnen Bossen rote Steinchen gesehen. Das sind Supersteinchen. Okay, Level up. Axt verbessern, Spinat essen. Nee, Spinat. Spinat habe ich schon auf meiner Liste. Armor habe ich noch nicht auf meiner Liste. Vielleicht ist Armor für irgendeine Kombination wichtig. Ich nehme mal Armor. Schadet dir nicht. Kriegen wir weniger Schaden pro Treffer. Warum denn nicht? Überleben wir in brenzlichen Situationen vielleicht ein bisschen länger. Die Fledermausschwärme sind auch deswegen so gemein, weil die teilweise Gegner mit sich mitdrücken. Und die schieben einem dann manchmal ziemlich mächtige Gegner plötzlich direkt vor die Schnauze, wo eigentlich gerade noch frische Luft war. Das ist nicht so schön. Aber wenn man Knoblauch hat, wir müssen nachher unbedingt einen Knoblauch-Run machen. Wenn man Knoblauch hat, sind diese Fledermausschwärme das Beste, was einem passieren kann. Komm, ich würde mich gerne... Ich schaff's noch nicht. Unser Charakter hat noch nicht genug Power, dass wir uns da reingraben können in die Gruppe, leider. Das ist schade. Das wäre gut. Die drücken noch zu sehr in unsere Richtung.
Ah, Schatzkiste. Okay, 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 okay. Hollow Heart. Das fehlt mir noch auf meiner Liste. Das nehmen wir jetzt auch mal. Vielleicht haben wir... Also, falls ihr nicht wisst, was ich hier eigentlich mache. Ich versuche verschiedene Kombinationen von Waffen. Das ist hier im Eck oben. Die obere Reihe an Items. Ganz oben im Eck jetzt gerade. Und drunter sind Support-Items. Und wenn man richtige Kombination aus Angriffswaffen und Support-Items zusammenkriegt und die Waffen maximal hochlevelt, entwickeln die sich in bessere Versionen. Und ich versuche gerade rauszufinden, was man für welche Waffe braucht. Deswegen nehme ich jetzt das, was ich normalerweise nicht so oft nehme. Also, weil und dass unsere maximale Lebensenergie um 20% steigt, ist was, das ich eigentlich nicht nehmen würde. Weil 20% hin oder her... Wenn man mal irgendwie in der Bredouille ist, ist man meistens eh schnell tot. Aber machen wir jetzt, in dem Fall. Und die Schatzkiste holen wir uns auch noch. Ja! Checkpoint! Na, schauen wir mal. Vielleicht wird doch ein Fünfer draus. Nein. Aber drei ist auch schon ziemlich gut. Eine Bibel, eine Axt, eine Peitschen-Upgrade. Sehr nice. Und ein Hähnchen kriegen wir auch noch. Perfekt. Aber jetzt sind wir ganz schön in der Zombie-Apokalypse hier. Wow, shit. Das ist gerade echt gemein gewesen. Aber gut. Nicht so schlimm. Ganz viele Erfahrungspunkte. Okay, Duplicator. Welche Waffen habe ich denn? Die Peitsche wird, glaube ich, von Duplicator nicht beeinflusst. Dadurch schießen dann einzelne Waffen mehr Projektile. Ich krieg wahrscheinlich eine zusätzliche Axt, ein zusätzliches Kreuz und wahrscheinlich eine zusätzliche Bibel. Also das könnten wir schon nehmen. Warum nicht? Genau. Ist gleich ein bisschen mehr Action los hier. Ah, da ist wieder eine Boss-Fledermaus. Schauen wir mal, ob wir die klein kriegen. Jawohl, die hat uns viel Erfahrungspunkte gebracht. Leider keine Kiste. Die Fledermäuse, also diese großen Fledermäuse hier, die sind auch sehr zähe Gegner, ey. Ich hab Also, wie gesagt, ich habe das Spiel gestern zum ersten Mal gespielt. Ich bin auch nicht so deep drin, was wirklich gute Items sind, was wirklich viel bringt, was gute Kombinationen sind und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, unser Charakter ist aktuell noch nicht sehr stark. Der könnte zu diesem Zeitpunkt schon stärker sein. Das ist kein gutes Zeichen. Aber schauen wir mal. Vielleicht ändert sich das noch. Oh, wir sind bei dem Boss. Das ist ein sehr gemeiner Boss. Das gleiche wie vorher, nur mit viel krasseren Gegnern. Aber das wird schon. Ich dachte nämlich am Anfang, dass man diesen Blumenkranz im Grunde nicht durchbrechen kann. Aber man kann da einfach schnell durchchargen. Die machen nicht viel Schaden, das passt schon. Da kommt man schon durch. Okay, nächstes Upgrade. Projektilgeschwindigkeit erhöhen. Der Spellbinder. Der macht, glaube ich, nur für ganz wenig Items wirklich Sinn, der Spellbinder. Ich glaube, das Buch ist eins davon tatsächlich. Deswegen könnten wir den nehmen. Aber der ist... Weil die wenigsten Items haben eine Duration, also eine Dauer. Deswegen ist das ein bisschen... Ja, genau. Genau, Abraxas, das Spiel kostet nur 2,40. Das ist wichtig dazu zu sagen. Ich glaube, wenn man Roguelites mag, ist das nämlich ein Pflichtkauf im Grunde. Aber jetzt machen wir mal weiter. Könnt ihr euch selber ein Urteil bilden. Ich glaube, ich nehme den Spellbinder, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist gerade. Aber die Bücher bleiben jetzt ein bisschen länger. Der Cooldown bleibt unverändert. Das heißt, ich habe einfach mehr Bücher. Verdammt, jetzt bin ich ganz schön lang hängen geblieben an dem Teich da. Manchmal ist es nicht so leicht, Hindernisse zu erkennen. Okay, ich glaube, es wird Zeit zu gehen. Ich suche mir jetzt mal ein Hähnchen oder sowas.
Oh, die Skelettarmee kommt. Perfekt! Oh mein Gott, war das super. Ich hätte ein bisschen länger warten müssen, aber ich war so aufgeregt. Ich habe gerade ein Kreuz aufgesammelt aus einer Laterne und dadurch sind alle Gegner auf dem Bildschirm gestorben. Hätte ich noch ein bisschen länger gewartet, ist egal. Passt schon. Nehmen wir ruhig... Das Messer kann gut werden auf Dauer. Nehmen wir noch ein Messer als zusätzliche Waffe. Jetzt werfen wir Messer direkt vor uns. Die Skeletthorden kommen, aber da können wir uns mittlerweile ganz gut durchgraben. Bosskiste! Schade. Mehr Glück. Immer her damit. Level up, mehr Peitsche. Zeit stehen bleiben, sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich Erfahrungspunkte einsammeln. Mehr Axt. Mehr Peitsche. Oh, gleich nochmal. Mehr Bibel. What? Mehr Messer. Ich glaube, das war jetzt ein ziemlich gutes Upgrade gerade. Jetzt können wir uns hier sehr gut durch die Skelettarmeen graben. Das ist sehr schön. Das bringt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Schön langsam bräuchte ich aber echt Heilung wieder. Danke. Ich kann mich halt jetzt mit den Messern und der Peitsche vor allem sehr gut nach links oder rechts durchgraben im Grunde. Oben und unten ist ein bisschen schwieriger. Ich muss auf der horizontalen Ebene bleiben im Grunde, wenn ich mich durch Gegnerhorden graben will. Jetzt kommen die Werwölfe dazu. Die Geister sind kein Problem, die Werwölfe sind zäh, aber hauen wir auch schon relativ gut weg. Komm schon, stirb, super Boss-Fledermaus. Bitte. Stirb. Stirb doch. Jawohl. Danke. Puh, rote Juwelen können unendlich XP geben. Sprich, manchmal kann ein roter Juwel dir eben 5 Level geben. Ja, ne, ich habe schon gemerkt, dass die extrem unterschiedlich sind. Die Erfahrungspunkte, die man rauskriegt aus diesen roten Juwelen. Ja, hallo Kater. Grüß Gott. So, Kiste öffnen. Peitsche. Nehmen wir. Ein Magnetenorb! Yes! Dieser Orb, den ich gerade aufgesammelt habe, dieser Vakuum-Orb, sammelt jetzt sämtliche Erfahrungspunkte, die irgendwo auf dem Feld liegen, ein. Das ist ziemlich cool. Das könnten sehr viele werden. Schauen wir mal, wie viel ich liegen gelassen habe. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch überleben. Nein, jetzt sind wir leider tot. Da wäre noch so viel gekommen. Wären die schneller gekommen, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Aber so, naja, cool. Wir haben immerhin 800 Gold verdient. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir haben insgesamt 2000. Da könnte man sich ein paar Power-Ups leisten. Ich habe gleich als erstes, weil ich ein Stratege bin, Greed hochgelevelt, damit man 50% mehr Gold kriegt. Meine ersten Goldverdienste sind nur in mehr Gold verdienen gegangen. Und jetzt fange ich im Grunde erst an, andere Sachen hochzuleveln. Es gibt ein paar sehr coole Sachen, wie das hier zum Beispiel, aber die sind so teuer. Deswegen fange ich lieber bei den kleinen Sachen an. Ich mache das im Grunde wirklich so ein bisschen, das macht wahrscheinlich nicht super viel Sinn, aber ich mache das so, dass ich immer nach jedem Run gucke, kann ich mir irgendwas leisten und ich kaufe es dann der Reihe nach durch. YOLO. Ein bisschen mehr Schaden anrichten für den nächsten Run und, naja, von mir aus ein bisschen mehr Lebensenergie. Nee, das nehme ich jetzt doch nicht. Da gibt es noch andere Sachen, die wir noch gar nicht haben. Movement Speed. Permanent schnellerer Movement Speed. Das nehmen wir.
Okay, und jetzt nehme ich mal zur Anschauung, damit man einen Unterschied sieht, statt Antonio, unserem Startcharakter, Poe. Poe startet mit Knoblauch. Ist einfach nur ein alter Kerl, der wahrscheinlich sich sein Leben lang nur von Knoblauch ernährt hat. Und mittlerweile ist Knoblauch in seinen Adern. Er besteht aus Knoblauch, so ein bisschen, glaube ich. Das ist, glaube ich, seine Backstory. Und er spielt sich halt sehr anders als unser Vampirjäger mit der Peitsche. Also er spielt sich genauso. Ich steuere oben, unten, links, rechts. Aber ihr seht dann schon, wenn wir soweit sind. Naja, naja. Hallo, Knollen, wie geht's? Mir geht's gut, dankeschön. Okay, Poe, du bist dran. Wir nehmen wieder die Forest Map, würde ich sagen. Im normalen Modus. So, Poe hat jetzt hier eben so eine Knoblauch-Aura um sich rum und schwächere Gegner, wie eben zum Beispiel die Fledermäuse, sterben bei Kontakt sofort. Das heißt, hier muss ich nicht vor denen weglaufen und die mit der Peitsche hauen und so strategisch aufpassen, sondern hier ramme ich die absichtlich. Und jetzt verbessern wir unseren Knoblauch gleich noch, dass die Aura größer wird und mehr Schaden anrichtet. Poe ist der Fledermausjäger. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich vorher gesagt habe, wenn man Knoblauch hat, sind Fledermausschwärme das Beste, was passieren kann. Weil wenn die in einen reinfliegen, platzen alle und man kriegt halt ganz viele Erfahrungspunkte. Das ist schon echt schön. Die Sachen werden aber teurer, je mehr du kaufst. Ja, ja, ich weiß schon, aber ich mache das halt dann quasi so, dass ich der Reihe nach, was ich mir leisten kann, kaufe. Ich habe ja deswegen Greed auch als erstes hochgelevelt, damit ich wenigstens von Anfang an die maximale Goldausbeute habe. Ich glaube, ich nehme... Eigentlich ist Magic Wand schon sehr gut. Wisst ihr was? Ich nehme den Magic Wand. Jetzt mache ich mal kein Run, wo ich neue Waffen rausfinden will, sondern ich versuche die ich schon kenne und die ich gut finde, zu optimieren. Machen wir mal einen Optimierungsrun. Kommen die Zombies durch meine Stinkaura? Nee, kommen sie nicht, ne? Sehr gut. Solange ich stehen bleibe, können mir die nichts tun. Cool, das ist gut. Was nehmen wir jetzt? Spinat? Kleeblatt? Wenn ich Spinat nehme, muss ich den Feuerstab nehmen, wenn ich ihn krieg. Ich nehme das Kleeblatt. Bis jetzt hat mir das ehrlich gesagt noch nicht viel Glück gebracht, aber vielleicht bringt es uns ja jetzt Glück. Fünfer Box! Come on! Mehr Knoblauch ist okay. Abraxe, danke schön für den Bitregen! Jawohl, guck, dann ist das Spiel schon fast wieder drin jetzt quasi durch den Stream. Sehr schön, dankeschön. Okay, mehr Magic Wand. Der Magic Wand schießt quasi automatisch auf die Gegner, die mir am nächsten sind aktuell. Und der dreht hinten raus, wenn wir das richtige Zusatz-Item kriegen, und das hoffe ich, sehr, sehr durch und wird absolut mächtig. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Kommt her, jawoll, Fledermausschwarm! Fledermausschwärme sind das Beste. Sehr gut. Jetzt muss ich ganz kurz auf meinen Spickzettel, auf meinen selbstgeschriebenen gucken. Ich habe jetzt Wand, ich brauche das Buch, den Empty Tome. Und ich brauche für den Garlic Pumparola, oder wie das heißt. Mhm. Gibt's ja alles nicht. Dann nehme ich noch mehr Glück. Nehmen wir einfach mal voll Glück. Schauen wir mal. Die Schatzkisten, die Bosskisten müssen uns dann wieder rausreißen. Jawohl, kommt her, meine Fledermausschwärme. Ihr seid köstlich. Ihr seid köstlich. Das brauche ich alles nicht. Dann nehmen wir jetzt mal Weihwasser. Weihwasser habe ich noch gar nicht. Ah doch, habe ich schon. Da bräuchte ich den Attract Orb dazu. Na, dann nehmen wir. Jetzt fallen ab und zu zufällig Weihwasserflaschen auf den Boden, die Flächenschaden anrichten.
Das kann ich nicht. Ah, perfekt. Der Attract Orb. Den brauchen wir schon mal auf jeden Fall. Das ist jetzt noch kein Garant dafür, dass unsere Waffen tatsächlich irre gut werden, weil ich muss die erstmal noch hochleveln und so. Aber es ist schon ein Anfang. Ach, Knoblauch ist in der Fledermausphase. Macht so viel Spaß auch einfach. Normalerweise muss man so aufpassen beim Kämpfen und hier kann man einfach durchwälzen. Sehr gut, Attract Orb brauchen wir auch. Jetzt haben wir eine noch größere Reichweite, in der wir Erfahrungspunkte und andere Gegenstände einsammeln. Das ist immer gut. Ich schätze mal, ah, wow, und die Skelette kommen auch nicht so ohne weiteres an uns ran, wenn ich stehen bleibe. Hängt wahrscheinlich immer auch von meinen magischen Projektilen ab und wie viele Skelette da sind, aber gut. Ich versuche nämlich die Fledermaus hier zu killen vor allem. Das Weihwasser ist gerade gut gelandet. Das war Glück. Jawohl, dankeschön. Ach ja, ach ja. Na, dann nehmen wir noch mehr Magic Wand. 3 Projektile statt 2 sind besser. Autsch, autsch, autsch. Das ist der Nachteil von Poe. Ihr habt es gerade gesehen, der hält nichts aus. Einmal kurz berührt und schon ist er halb tot. Aber kein Problem. Für unseren Mr. Knoblauch. Spinat brauchen wir für irgendwas. Spinat. Ach so, nee. Brauchen wir aktuell nicht. Na gut, dann nehme ich trotzdem jetzt Spinat. Dann machen 10% mehr Schaden. Mehr Spinat. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Je nachdem, wie es jetzt noch läuft, könnte das ein ganz guter Run werden. Perfekt, Firewand brauchen wir. Jetzt schießt unser Charakter ab und zu in relativ kleinen, in relativ großen Abständen leider mehrere Feuerbälle in Richtung Gegner. Ist aber ganz cool eigentlich. Beschwer mich nicht. Aber die sind schon ein bisschen lahmarschig. Aber hauen dafür ordentlich rein. Aktuell ist es für die Gegner echt schwer, an uns ranzukommen. Sehr gut, und das brauchen wir auch noch. Jetzt müssten wir nur die Waffen, die wir haben, aufs Maximallevel bringen, dann werden die schon mal sehr mächtige Waffen. Ich glaube, ich muss danach mal gucken. Oh, der erste Mantis-Boss kommt, okay. Ich glaube, das sind alle Waffenkombinationen, die ich bis jetzt gefunden habe, die ich jetzt ausgerüstet habe. Ab jetzt heißt es wieder raten und hoffen. Verzeihung. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Geister, die grünen Geister, haben keine Probleme, glaube ich, durch mein Schutzschild zu kommen. Jawohl, Mantis-Boss tot. Ah. Besserer Zauberstab, cool, nehmen wir. Das ist ein bisschen nervig. Wenn man die Schatzkiste aufmacht und man hält währenddessen eine Richtungstaste gedrückt, weil man quasi, nachdem man auf OK drückt, gleich in die Richtung gehen will, erkennt er den Input nicht. Man muss dann die Taste loslassen und nochmal drücken, sonst geht man nicht in die Richtung. Das hat mir schon so manches Mal den Kopf gekostet, dass das Spiel da die Eingaben nicht erkennt, wenn ich auf diesem Bildschirm bin. So, mehr Feuer. Ich hätte auch mehr Knoblauch nehmen können, egal. Achso, ich bräuchte noch das Buch. Den Empty Dome habe ich noch nicht. Den Empty Tome. Stimmt. Der fehlt noch. Damit mein magischer Zauberstab supermächtig werden kann.
muss ich gucken, dass ich den noch krieg. Ah, Fledermaus! Boss Fledermaus, komm her. Oh oh. Ja, Fledermaus-Schwarm zu mir. Sehr gut. Ich brauche ein bisschen Heilung vielleicht mal wieder. Gucken wir mal. Guckt, jetzt drücken die Fledermäuse hier diese grünen Zombies ganz schön an mich ran. Das ist teilweise schon echt gemein. Ach ja, mehr Knoblauch. Moment, ich guck gleich nach dem Run, gucke ich wieder in den Chat. Währenddessen ist es immer schwierig. Nein, jetzt wurde ich ganz böse gebissen. Er hält halt wirklich nichts aus. Unser Knoblauch-Po. Leider. Autsch, 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 autsch. Ich glaube, ich gehe Heilung suchen, bevor der nächste Boss kommt. Okay, mehr Knoblauch. Mehr Knoblauch-Power. Vorsichtig. Ah ja, das ist gut. Die Zeitlupe nehme ich. Dann können wir nämlich vielleicht den Boss mal weghauen. Okay, irgendwie hat der Boss überhaupt nichts gedroppt. Schiebung. Für was habe ich denn bitte mein Glücksdingens? Mein Kleeblatt. Ah, ein Saugorb. Yes. Saug mir ein paar Level ran. Ah, den Empty Dome brauchen wir. Reduce Weapon Cooldown, damit schießen meine Waffen jetzt schneller, alle. Nur für den Knoblauch ist es wahrscheinlich egal, aber macht ja nichts. Wobei, ich glaube sogar, der Knoblauch hat einen Cooldown, wie schnell Gegner getroffen werden können, wenn sie in die Aura gehen. Glaube ich, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ein bisschen von dem Schwarm, der uns da verfolgt, weg, weil dann spawnt die Boss-Fledermaus wahrscheinlich irgendwo vor uns, genau. Und ist nicht mehr so stark in dem riesen Vampir-Fledermaus-Schwarm drin. Oh, oh, jetzt ist der nächste, jetzt ist der große Mantis-Boss da, okay. Po, jetzt wird's ernst. Der Part beendet viele meiner Runs. Ich befürchte, ich bin ganz schön in der Bredouille gerade, aber ist schon, ist nochmal gut gegangen. Bin gut rausgekommen, aber... Das ist gefährlich hier. Ah, wenn die Blumen mal verschwinden könnten. Die tanken nämlich ganz schön. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Warte mal. Nee, auf meinem Zettel ist nichts mehr. Soll ich lieber die Bibel nehmen oder lieber die Blitze? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann jetzt mal schnell in den Chat schauen. Dann kann ich alles haben. So ein Feuerball hat aber auch was, das stimmt. Wenn du im Übrigen an dem Spiel Spaß hast, ist meine nächste Empfehlung Noita. Warte mal, das kenne ich. Sag mir mal kurz, oder warte, ich google das kurz, weil Noita kenne ich. Das ist aber nicht das mit der Pixelphysik, oder? Ist das das? Ich glaube schon, ne?
Das habe ich vor ungefähr einem Jahr mal ziemlich viel gespielt. Das ist cool. Ja, genau. Das ist das mit dieser Pixelphysik, ne? Eine echt coole 2D-Pixelphysik, wo Flüssigkeiten und Sand und alles Mögliche quasi simuliert wird durch Pixel. Total cool, auf jeden Fall. Das stimmt. So, ich glaube, ich nehme den Lightning Ring. Nein, ich nehme die Bibel, weil die Bibel passt jetzt perfekt zu unserem jetzigen Nahkampfbildcharakter im Grunde. Jetzt kommt noch zusätzlich ab und zu die Bibel und kreist um uns rum. Das ist eine gute Idee. Das hat mir der Zakorak damals schon empfohlen. Das ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Da habe ich das dann gespielt eine Zeit lang. Au, diese blöden Fledermäuse. Nein, das war knapp. Die haben mir gerade echt ein paar blöde Gegner reingeschoben ins Gesicht. Hühnchen, danke. Schon langsam wird's brenzlig hier. Meine Güte. Wie wär's mit mehr Knoblauch? Dammit. Jetzt hat mich der Boss ein bisschen erwischt. Ich habe nicht genug aufgepasst. Gut. Gut. Wieder rein in die Skelettbresche. Ah, jetzt kommen schon die Werwölfe. Denen wird mein Knoblauch relativ wurscht sein. Aber die Geister kann ich mit dem Knoblauch gut abwehren. Mein Gott, dieser große Mantis stirbt einfach nicht. Und selbst wenn er jetzt stirbt, er ist gerade gestorben, komme ich nicht so leicht an den Schatz ran, befürchte ich. Da müssen wir eine extra Runde drehen, dass wir an den Schatz kommen. Ich hoffe, es klappt überhaupt noch. Jawoll! Na, aber immerhin. Eine einfache Truhe ist besser als keine Truhe. Mehr Weihwasser, okay. Nehme ich. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Kommen die Geisterschwärme? Im Grunde kein Problem für mich, wenn die mir nicht blöde Werwölfe direkt reinschieben in den Charakter. Sind die sogar ganz gut für mich? Mehr Garlic. Oh, irgendein Boss ist gestorben. Nein, meine Habgier. Oh Gott, nein! Oh Gott, lauf! Oh mein Gott, war das gerade knapp. Guckt euch diesen riesen Haufen Werwölfe an, der uns da verfolgt. Mein Gott, was zur Hölle. Meine Güte, das war irre. Das war so knapp, ey. Ich habe den Run schon beendet gesehen. Erfolglos. Puh, na dann. Noch mehr Knoblauch. Moment. Hätte unser Knoblauch nicht jetzt schon Super Knoblauch werden müssen? Oder muss ich erst das andere auch aufleveln? Oder habe ich mir was Falsches notiert? Ich hoffe nicht. Machen wir die Kiste auf. Mehr Feuerbälle. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist es vorbei. Das war's. Ah. Schön war's. Naja, cool, cool. 500 Gold verdient. Moment mal, aber Revival und Extra Projectile wird nicht teurer, oder? Weil das wäre ja dann krass. Mit Curse kann man sich das Spiel schwerer machen. Es erscheinen dann aber auch mehr Gegner
und man kann mehr looten dadurch. Weil das die einzelnen... Ach, die werden auch teurer, die ganz teuren. Ach, das ist blöd. Ach, das wusste ich nicht. Ja, dann muss ich ganz kurz die Power-Ups refunden vielleicht mal. Naja, die werden ein bisschen teurer zumindest. Weil dann wird schon Sinn machen, dass man die teuersten zuerst kauft, ne? Und sich dann runterarbeitet zu den billigeren. Ach, ich dachte nur, die jeweilige Stufe 1 wird teurer quasi. Hm, naja, gut. Weil so ein Revival wäre zum Beispiel ganz nett. Den könnte ich mir sogar leisten. Aber bringt so ein Revival mit 50% Lebensenergie überhaupt wirklich so viel? Weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, na, Magnet hätte ich schon auch gerne. Ah, ach so, ja, das ist jetzt schwierig. Und Growth wäre auch gut. Growth. Growth. Grocery Store. Man kann sie ja, glaube ich, ohne irgendwelche Mali jederzeit refunden, oder? Da passiert ja nichts. Test's mal kurz. Ich habe jetzt 12.061, gebe 200 aus und refunds. Nee, passiert nichts. Okay. Duplicator ist immer eine extrem gute Sache. Also hier meinst du, Amount, dass ein Projektil mehr gefeuert wird. Ja, eben, ne, das ist schon gut. Denke ich mir auch. Weniger Cooldown für die Waffen ist auch nicht schlecht. Mehr Schaden bestimmt auch nicht schlecht. Der Duplicator ist schon nicht zum Spaß so teuer, ne? Den kaufen wir jetzt mal. Und dann kaufe ich mir einen Magneten. Und dann noch ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr Growth. So machen wir das jetzt mal. Und dann noch ein bisschen Greed für mehr Gold. Kriegen wir für 300 noch was? Ich glaube nicht. Ah, ganz knapp. Naja, aber cool. Dann können wir uns das jetzt bei jedem Run auch ein bisschen neu... Ach, im Grunde, ne? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber man kann diese Power-Ups immer auf den Charakter, den man spielen will, und die Taktik, die man spielen will, zugeschnitten. Das wollte ich sagen. Nicht abgeschnitten und auch nicht angeschnitten. Zugeschnitten machen. Interessant, interessant. Ja, welchen Charakter nehmen wir jetzt? Ich finde Gennaro ganz cool. Mit seinen Messern. Die Messer können ziemlich gut werden. Ich bin aber mit Gennaro noch nie weit gekommen. Oh, wisst ihr was? Jetzt wartet mal kurz. Achievement. Schauen wir einfach mal, dass wir die Achievements abarbeiten. Das ist eine gute Idee. Erreichen wir mal Level 100 mit Mortatio. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber Mortatio ist ein interessanter Charakter. Der ist nämlich ein Skelett mit einer einzigartigen Waffe. Bis jetzt kann ich die zumindest mit den anderen Charakteren noch gar nicht erhalten. Das ist nämlich ein Knochen, der von Gegnern abprallt und reflektiert auf andere Gegner. Und da wir jetzt das... Ja, ja, und jetzt haben wir das +1 Projektil-Upgrade. Jetzt wirft er 2 Knochen. Das ist schon gut. Sehr schön. Die Waffe macht später viel mehr Sinn als jetzt am Anfang, wie man sich denken kann. Ah, das sind jetzt interessante Optionen. Mit dieser Taube hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich finde die total furchtbar schlecht, die Taube. Die Blitze finde ich cool, aber auch nicht sehr nützlich. Den Feuerstab hatten wir gerade, dann nehme ich jetzt mal den Ring, den Blitzring. Ach, dann nehmen wir doch die Taube jetzt, oder? Die Taube schießt nämlich zufällig übers Schlachtfeld irgendwelche Projektile und trifft meiner Meinung nach nie irgendwas. Selbst wenn das Feld voll mit Gegnern ist, schafft es die Taube dahin zu schießen, wo gerade nichts ist. Aber vielleicht ist das sowas, das im Endgame dann total mächtig wird, wenn man es bis dahin mitzieht und hochlevelt. Aber bis jetzt ist das einfach nur nutzlos. Guckt euch das mal an. Was macht die eigentlich? Nix. Ja, okay, ich glaube, eine Fledermaus hat sie gerade getötet. Der Kill, den muss ich jetzt zustehen. Ich habe jetzt nicht mal eine sinnvolle Waffe, um die Fackeln hier kaputt zu machen. Damn it.
Können wir die Peitsche nehmen? Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Dann können wir wenigstens ein bisschen gezielt nach vorne angreifen. Kann ich eben zum Beispiel so Laternen hauen. Das ist wahrscheinlich gut. Das machen wir. Zeit anhalten! Das bringt mir gerade gar nichts. Magic Wand ist immer gut, finde ich. Ah ja, genau. Laurel oder so. Habe ich auch noch nie die höhere Stufe davon gefunden. Das gibt uns ein Schutzschild, damit wir einmal nicht getroffen werden können. Und dann hat es einen Cooldown, nachdem wir getroffen wurden, quasi. Guckt euch diese nutzlose Taube an. Ich verstehe es wirklich nicht. Oh ja, jetzt hat die ein bisschen, aber trotzdem. Ich weiß nicht, da braucht man wahrscheinlich die richtigen Power-Ups für die Taube oder irgendwas, damit die richtig gut wird. Ich verstehe die Taube, glaube ich, nicht. Oh, irgendwo ist ein Boss gestorben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die Blitze, die Taube, wer weiß. Holen wir uns die Schatzkiste. Aber erst leveln wir unseren Knochen hoch. Yeah! Mehr Peitschenpower. Toll. Noch mehr Peitschenpower. Ich will endlich mal rausfinden, mit was man die Peitsche hochlevelt. Ich muss jetzt ganz viele verschiedene Sub-Items nehmen, damit ich mal rausfinde, was zur Peitsche passt. Weil ich mag die Peitsche eigentlich echt gerne, aber ich kann die noch nicht in ihre Evolutionsform verwandeln, weil ich immer das passende Gesteck dazu nicht finde. Ich weiß eh noch, Abraxe, das kannst du mir vielleicht ganz kurz verraten. Und zwar nur, wie grundsätzlich dieses Waffen-Upgrade funktioniert, weil das verstehe ich noch nicht ganz. Muss das Sub-Item erst auf der vollen Stufe sein, bevor die Waffe die letzte Stufe erreicht? Oder nicht? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also reicht es, wenn ich das richtige Sub-Item zur Waffe besitze? Oder muss das Sub-Item auch hochgelevelt sein? Und wenn ja, muss das erst hochgelevelt werden, bevor ich die Waffe hochlevel? Das sind meine Fragen, die ich zu dem Thema habe. Vielleicht weißt du das ja. Oder irgendwer anders im Chat vielleicht auch. Der das auch kennt. Die Waffe muss voll sein und du musst die erste Stufe vom Sub-Item haben. Aber das verstehe ich nicht, weil beim Knoblauch war es gerade so. Ach so, ich glaube, ich verstehe, weil der Knoblauch war beim letzten Run voll, aber ich hätte dann noch einmal den Knoblauch zusätzlich gebraucht, ne? Das heißt, Sub-Items hochleveln hat gar nicht so die Priorität, wenn es darum geht, Waffen hochzuleveln. Na gut, ich glaube, ich verstehe. Dann machen wir das. Nehmen wir die Feuerbälle noch. Die mag ich eigentlich auch nicht, aber gut. Ich verstehe. Das hat mich nur vorher jetzt gerade mit dem Knoblauch verwirrt, aber ich glaube, dann checke ich das jetzt schon. Warte mal, den Attraction Orb brauchen wir fürs heilige Wasser. Das haben wir jetzt nicht. Ja gut, dann nehme ich das Kleeblatt. Keine Ahnung.
Den haben wir jetzt ganz schön gut fertig gemacht. By the way, wenn du einmal eine Evolution freigeschaltet hast, kannst du dir unter Archiv anschauen. Genau, das ist aber so ein Ding, das nervt mich aktuell in dem Spiel noch. Ich hoffe, die ändern das mal, weil das Archiv kann man, oder bin ich bescheuert, kann man sich nur im Hauptmenü anschauen. Ich würde mir das aber gern hier anschauen können, während meiner Level-Ups. Warum denn nicht? Ich finde es ja gut, dass ich selber rausfinden muss, was mit was kombiniert wird. Das mag ich ja. Aber wenn ich schon mal freigeschaltet habe, dann wäre es cool, wenn ich mir das einfach jederzeit anschauen könnte und nicht nur im Hauptmenü. Deswegen habe ich ja jetzt diesen Spickzettel hier mit meinen eigenen tollen Zeichnungen drauf, weil ich mir das nicht merken kann halt sonst. Noch nicht zumindest. Okay, öffnen wir die Kiste. Ah. Gib mir die Alraune oder was das ist. Eine Laurel. Ja, damit. Und gleich noch ein Level up. Ja, nehme ich das dann mal. Naja. Bis Level 100 ist noch ein weiter Weg. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht recht. Ich meine, bei dem Spiel ist immer auch Glück dabei, weil die Runs teilweise sehr unterschiedlich laufen. Einfach wie viele Items kriegt man aus dem Kisten, welche Items kriegt man überhaupt, was droppt aus den einzelnen Flammendingern und so weiter. Aber ich glaube, wenn man mal die richtigen Waffenkombinationen kennt und weiß, wie man die herstellt, dann macht das schon viel aus auch. Dann werde ich jetzt mal, weiß ich nicht genau, ich nehme mal hier den Projectile Speed, warum nicht? Dann fliegen die Knochen schneller und können öfter bouncen. Vielleicht ist das gar nicht blöd. Oh, gleich drei Kerzen nebeneinander. Mal schauen, ob da was Gutes drin ist. Ja, ein Glückskleeblatt, immerhin. Aber auch zwei Hühnchen. Und wie viel Hühnchen? Wie viel Hühnchen kriege ich denn jetzt auf einmal? Mein Gott, da ist auch wieder ein Hühnchen. Aber wenn man sie mal braucht, ne? Dann hat man keine Chance auf ein Hühnchen. Wenn man wirklich lange durchhält, geht es gegen Ende dann quasi instant, dass man hochlevelt ohne Ende. Dann kommen nur noch Bossgegner und wenn man richtig mächtig ist, werden die weggebrutzelt wie Fledermäuse am Anfang. Und dann levelt man einfach ununterbrochen hoch. Puh. Stuffs, vielen Dank fürs Abonnieren, freut mich sehr. Schau deine Streams zwar nicht so aktiv, aber abonniere dich trotzdem immer mal wieder, da ich dich ultra sympathisch finde und schon ewig auf YouTube verfolge. Das ist super nett von dir, das freut mich sehr. Wenn du übrigens auf Twitch abonniert hast und nicht schon Patreon oder YouTube-Subscriber bist, kannst du jetzt mit diesem Abo auch auf meinen Discord gehen und da unter der Patreon- und Unterstützergruppe alle Patreon-exklusiven Videos, die es da schon so gibt, nachschauen, wenn du willst. Auch als Twitch-Subscriber. Sodala. Mehr Peitsche? Mehr Peitsche. So, das gibt ein Level Up. Komm schon, Level Up. Nein, nicht mal drei Viertel Level Up. Dammit. Oh, sehr gut. Flammenwerfer. Ach, da steht ein Baum. Mensch, den habe ich nicht gesehen.
Mehr Knochen. Ah, die Knochen werden, glaube ich, auch größer, ne? Glaube ich. Oder das hängt mit meinem Area of Effect Item zusammen. Alles möglich, wer weiß. Hätte mir durchlesen sollen, was bei den Knochen steht, dann wüsste ich's. Aber wer liest schon? Wer kann schon lesen? Ja, dann nehme ich das da. Das haben wir noch nicht. Regeneriert sich nämlich jetzt die Lebensenergie unseres Charakters. Langsam, aber immerhin. Kann man wenigstens kleine Patzer bügeln sich dadurch wieder aus. Dammit. Auch da hätte ich länger warten sollen, aber immerhin haben wir einen Boss erwischt und eine Schatzkiste. Sehr gut. Ein Tauben-Upgrade. Na, why not? Komm schon, Taube, jetzt zeig mir, was du kannst. Meiner Meinung nach immer noch nicht viel, aber passt schon. Ich glaube, dass gerade ist jetzt die Ruhe vor den Sturm. Jetzt kommt gleich der nächste Pflanzenkreis. Wenn ich mich recht erinnere. Aha, da ist er. Ungünstige Situation. Knochenpower. Ich meine, hier drin im Pflanzenkreis kann ich jetzt meine Bouncy-Fähigkeit der Knochen sogar zu meinem Vorteil nutzen, ne? Die bouncen ganz schön gut rum hier. Ja, Dreierkiste. Okay. Wir haben mehr Glück, mehr Feuerstab und der Handschuh. Was macht der? Ah ja, Projektilgeschwindigkeit erhöht. Sehr schön. Abraxa, danke nochmal für die Bits. Super nett von dir. Das Bitglas wird aufgefüllt. Sehr schön. Hurra, freut mich. Super nett. Dankeschön. Nächsten Monat starten wir schon auf einem ziemlich hohen Spendencounter, so wie ich das sehe. Da bin ich schon gespannt. Da wird sehr viele, sehr lange Streams geben, wahrscheinlich. Kann ich mich schon mal drauf einstellen. Moment, Empty Tome, dafür bräuchte ich den Zauberstab. Den habe ich jetzt nicht, das weiß ich. Ja, machen wir mehr Knochen. Dann bouncen die noch ein kleines bisschen länger über dem Bildschirm. Noch mehr Knochen, mehr Schaden für die Knochen. Her damit, machen wir Power-Knochen. Super Turbo Power-Knochen Deluxe. Das Spiel ist übrigens aktuell noch in der Beta-Phase, Early Access. Da kommen noch ganz viele neue Charaktere und Inhalte und wahrscheinlich auch Waffen und alles Mögliche dazu.
wenn wir noch Zeit und Bock haben, schauen wir mal, spielen wir nachher vielleicht noch eine Runde Valheim, oder? Da wollte ich eh mal, ich möchte nicht zu viel verraten, keine Ahnung. Aber, oder was heißt zu viel verraten, zu viel versprechen, besser gesagt, weil ich weiß es wirklich noch nicht, ob ich das wirklich mache. Aber wenn einer von euch Bock hätte, nur mal so in den Raum gefragt, ein richtig großes, irres Projekt in Valheim zu bauen, dann meldet euch mal auf Discord oder ich schreibe das vielleicht auch nochmal in Discord rein. Ich hätte irgendwie Bock, dass wir irgendwie in einem größeren Team immer wieder mal gemeinsam irgendwas Verrücktes in Valheim baut. Eine ganze Stadt oder sowas. Bis das Spiel sich nicht mehr starten lässt, was so irre ist. Fände ich cool, aber ich weiß nicht, ob ich dafür die Zeit habe. Ich weiß nicht, ob sich dafür Leute finden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Nur mal so als Idee. Mehr Knochen hält länger und schneller. Gut. Ich glaube, die Knochen sind mittlerweile, wenn ich umzingelt bin, echt gar nicht schlecht, ne? Die bouncen rum, die sind schnell, die hauen rein. Trotzdem bin ich nicht gern umzingelt, aber ich glaube, dann sind die Knochen am effektivsten. Wer weiß, ob die mir hinten raus nicht den Hintern retten. Oh, da unten ist irgendwie ein Boss gestorben an irgendwas. Da muss ich mal kurz irgendwie hinkommen. Oh Gott. Das ist gerade ungünstig. Jetzt kommen auch noch die Geisterschwärme. Ohne Knoblauch ist das eine sehr brenzliche Situation hier. Au. Ich komme da nie hin. Oh Gott, dammit. Die haben uns jetzt eingeklemmt hier. Verdammt nochmal. Das war nicht nett. Ach ja, wisst ihr was? Schalten wir noch den einen Charakter frei, der mir noch fehlt, oder? Die Sur Cleric oder den. Mit der Fähigkeit, dass er sich permanent selber heilt und ganz viel Lebensenergie hat. Klingt für mich ehrlich gesagt nicht besonders gut. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen ein bisschen mehr Gold dafür. Dann gehe ich nochmal zu Achievements und versuchen, weil das wir mit Yatta Carvalho Level 100 erreichen. Und danach schalten wir den neuen Charakter frei. Moment, wer ist denn Yatta Carvalho? Ich glaube, den habe ich gar nicht. Warum steht denn der dann schon bei den Achievements drin? Interessant. Na gut, das verwirrt mich, aber macht ja nichts. Was haben wir noch zu tun? Überlebe 20 Minuten mit Krochi. Haben wir Krochi schon? Der Kater sagt nein und recht hat er. Ach, da unten stehen die vollständigen Namen. Jetzt sehe ich das erst. Okay, aber wir haben auch keinen, der mit Nachnamen Krochi heißt. Mensch, dann suchen wir uns was anderes. Überlebt 20 Minuten. Oh, dann kriegen wir einen neuen Charakter. Da unten sieht man es sogar. Nicht schlecht. Überlebt 20 Minuten mit mindestens plus 10% Curse. Das könnten wir versuchen. Zurück erstatten. Und wir kaufen uns eine Stufe Curse. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt mal. Kaufen wir mal. Voll Curse. Einfach nur, um zu sehen, was passiert. Wie irre ist es jetzt? Ich nehme mal hier unsere Magierin. Oder nehmen wir Messer, Heini. Nehmen wir Messer, Schorsch. Hier, Porter. Der beginnt ziemlich cool, wird dann aber sehr unmächtig. Das ist auch ein witziger Charakter. Das Spiel erinnert mich grafisch an Battle of Westnoth. Das kenne ich nicht. Spielerisch ist das Spiel sehr stark von, wie heißt es denn, Magic Survival oder so ähnlich, ein Android-Spiel abgekupfert.
sagen wir mal, sehr inspiriert. Okay, ich nehme Porter zum Spaß, damit man das sieht. Der hat nämlich den Bonus, dass er am Anfang temporär einen super krassen Cooldown-Bonus hat. Das heißt, am Anfang ist der Waffen-Cooldown minus 90%, wie man hier sieht, und dann haut der die Blitze raus mit seinem Blitzring ohne Ende. Das ist lustig. Leider lässt das sehr schnell nach. Dann hat er immer noch größeren Flächenschaden, aber gut. Ich finde ehrlich gesagt das zweite Level sehr viel leichter als das erste. Das zweite habe ich ohne Probleme schon durchgespielt und im Hypermodus ist es auch okay. Nur diese Selbstexplosionsgeister, die nerven. Aber ansonsten finde ich das zweite irgendwie viel leichter als das erste. Ich komme zumindest viel besser klar damit. Aber jetzt nehmen wir nochmal das erste. Wisst ihr was, machen wir den Hypermodus. Okay. Hypermodus, voller Fluch. Das heißt, es kommen sau viele Gegner, die sau schnell sind. Alles ist irre, alle haben volle Energie. Alles ist total bekloppt. Los geht's. Jawohl, was nehmen wir? Die Bibel. Ja, guckt, und jetzt lässt sein super Blitzbonus quasi schon nach. Am Anfang blitzt er ganz schön was weg, aber dann sagt das Spiel so, deine erste Waffe müsstest du jetzt haben, jetzt wird's ernst, los geht's. Magic Wand. Magic Wand ist einfach die beste Waffe, kann mir keiner erzählen. Dass es anders wäre. Und wir nehmen noch hier Cross. Im Hypermodus ist, wie ihr seht, alles viel schneller. Durch den Curse, den ich genommen habe, sind die Gegner viel stärker und mehr. Aber dafür kriegt man mehr Gold. Also durch den Hypermodus. Durch den Curse kommen einfach nur mehr Gegner und man kann potenziell besser hochleveln. Das ist der einzige Vorteil. Unser Ziel wäre es jetzt in dem Modus 20 Minuten zu überleben. Aber das war von vornherein eine blöde Idee. Dann hätte ich nicht zwei Stufe Curse nehmen sollen und so. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Autsch, aber gut, macht ja nix. Mehr Blitze. Meine Güte. Seid ihr bekloppt hier. Ich krieg halt keine Erfahrungspunkte mehr, weil ich weglaufen muss vor den Fledermäusen. So macht das keinen Sinn. Oh, jetzt wäre Knoblauch so gut. Verdammt. Ich weiß nicht, ob Knoblauch im 2-Stufe-Curse-Modus die Fledermäuse überhaupt noch töten würde, ehrlich gesagt. Könnte sein, dass die den überleben. Dann wird mir Knoblauch auch nicht mehr so viel bringen. Und jetzt spätestens sowieso nicht mehr. Ah, das war ein YouTube-Abo. Aber danke auch dafür, auch wenn du es gar nicht siehst jetzt wahrscheinlich hier.
So, Moment, ich sehe im Augenwinkel, dass der Chat gechattet wird. Ich gucke rein, sobald wir hier fertig sind mit dem Run. Ist gerade ein bisschen anstrengend. Okay, puh, keine Ahnung, ey, keine Ahnung. Nehmen wir mehr Cross. Ah, ich vergesse immer, das ist ein bisschen doof. Ich vergesse immer, dass die blauen Flächen auf dem Boden Seen sind, die man nicht durchqueren kann. Das sieht für mich irgendwie intuitiv einfach nicht so aus, als wäre das Wasser. Ich bleib da so oft hängen. Ich würde so gerne an die Erfahrungspunkte rankommen, die da überall liegen. Ah, die beiden Laternen nehme ich noch mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mehr Magic Wand auf jeden Fall. Magic Wand ist super. Es hält einem die Gegner vom Leib. Oh oh, wir sind in der Falle. Das ist schlecht. Dann schauen wir mal, dass wir hier überleben. Warte mal, Empty Tome brauche ich für meinen Stab. Okay, dann spezialisiere ich mich jetzt da drauf. So lange werde ich gar nicht mehr leben wahrscheinlich. Aber ich versuch's mal. Komm schon, weghauen. Jawohl. Ja. Mehr Kreuz nehmen wir. Ah, noch ein Zeitstopp-Ding. Leider, wenn gerade andere Gegner da wären, wäre das Zeitstoppen total super wertvoll. Aber jetzt hier, die sind eh alle so zäh, keine Ahnung. Jetzt wird Zeitstoppen zum Beispiel gut. Puh, geschafft. Oh, ist das gemein. Oh nein, 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 nein. Mehr Bond. Naja, ist, finde ich, ganz gut gelaufen, ne? Hypermodus, Curse 2, echt scheiß Waffen gehabt, so ein bisschen. Passt. Dafür hat's gepasst. So, stellen wir die Power-Ups nochmal neu ein. Mehr Projektile.
Ein bisschen Magnet. Weniger Cooldown. Mehr Glück. Ich lasse Greed mal raus. Mehr Erfahrungspunkte, noch mehr Glück. Ah, schade, geht nicht mehr ganz. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen Might. Warum nicht? Kriegen wir noch was für 400? Ja. Dann nehmen wir doch noch ein bisschen Greed. Warum nicht? Und jetzt machen wir mal wieder einen ernsten Run. So, wartet, jetzt muss ich mal in den Chat schauen. Hi Chris, hallo. Ist das das Q-Level aus Diablo? So ähnlich, genau. Aber Wasser ist doch blau, oder? Ja, ja. Wasser ist klar. Wer kennt das nicht? Wenn man sich so ein Glas Leitungswasser einschenkt und dann, ne, strahlt es förmlich blau das ganze Zimmer. Man kennt's. Wie Nuka-Cola im Grunde. Wie Nuka-Cola-Quantum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier, ich glaube, wir spielen hier eigentlich eher so ein bisschen Vampirjäger, auch wenn vor allem die beiden Charaktere hier sehr stark nach Vampire aussehen, ne? Ich meine, man kann auch ein Skelett spielen, aber das kann auch ein untoter Vampirjäger sein, der sich erst zur Ruhe setzt, wenn Dracula besiegt ist. Ich weiß es nicht. Das Spiel heißt Vampire Survivors. Kater randaliert. Sind wir die überlebenden Vampire oder sind wir die, die die Vampirangriffe überlebt haben? Oder sind die anderen die überlebenden Vampire und wir töten die Vampire Survivors? Ich weiß es nicht. Aber nicht hinterfragen. Guckt euch das mal an. Guckt euch den armen Kater an mit seiner Krause. Oh, armes Katerchen, huh? Ja. Vandaliert. Der hat leider so eine blöde Wunde am Kopf, die einfach nicht heilen wollte. Und deswegen muss er jetzt diese Krause tragen. Schon seit einer Woche. Und das Blöde ist, dass er jetzt so ein bisschen Wund am Hals auch noch ist von der Krause. Jetzt muss der auch noch den Hals eingebunden kriegen. Und ist gerade alles doof für den Kater. Deswegen ist er ein bisschen ungelenk beim Rumspringen und reißt schon mal alles um. Naja, aber hoffentlich ist Freitag wieder alles vorbei dann. Am Mittwochmorgen wechseln wir seinen Verband jetzt mal. Und dann sehen wir, wie drunter sein Hals aussieht. Aber der sah schon am Montag ganz gut aus. Die Kopfwunde ist fast weg. Ja, und Freitag dürfte alles dann wieder ganz gut abgeheilt sein, hoffentlich. Und dann kann er das Ding endlich loswerden wahrscheinlich. Der nimmt jetzt auch aktuell hier Dingsy. Na, wie heißt's? Steht's drauf? Nee. Wie heißt denn das Zeug, das so super ein Wundermittel für Wunden ist und für die Haut ist, aber so krasse Nebenwirkungen hat, deswegen sollte man es nicht zu lang einnehmen. Ah, mir fällt es nicht ein. Das nimmt er jetzt auf jeden Fall. Kriegt er jetzt gerade. Und dann passt das hoffentlich wieder. Und dann ist es hoffentlich vorbei. Weil wenn er sich dann wieder Wund kratzt oder wieder Wunden kriegt, ist es vielleicht eine Allergie, eine Futterallergie oder sowas. Dann müssen wir weiter gucken. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Ich nehme jetzt mal die Imelda und versuche voll auf ihren Zauberstab zu gehen. Das wäre ziemlich gut. Und dann nehmen wir mal die Bibliothek, damit ihr mal das andere, oder das Labyrinth heißt es, glaube ich, damit ihr das andere Level auch mal seht. Genau. Mehr Bibeln du brauchst, sagt Abraxe. Echt? Ich habe die Bibeln immer so ein bisschen als so semi-gute Waffe eingeschätzt. Aber gut, dann werde ich mich jetzt mal auf Bibeln und den Zauberstab konzentrieren. Bei euch ist die Wasserleitung im Arsch und ihr kriegt wirklich braunes Wasser. Na, wunderbar. Was passiert eigentlich, wenn der Balken oben nicht voll wird? Nix, dann passiert nix. Dann gibt es nur weniger Stream, also normale Streams. Dann gibt es einmal in der Woche 3 Stunden. Sonst nix. Cortison, danke Abraxe, das ist mir nicht eingefallen. Ums Verrecken nicht.
Cortison-Tabletten kriegt er gerade, der Arme. Naja, dann nehmen wir Imelda, die startet mit dem Zauberstab und levelt schneller hoch. Und wir gehen in die... Ne, es ist sogar eine Library. Warum hatte ich denn dann Labyrinth im Kopf? Keine Ahnung. Ist das eigentlich eine JoJo's Bizarre Adventure-Anspielung? Weil hier steht so von wegen, ja, die Bibliothek, der perfekte Ort, um ein bisschen zu meditieren und zu ruhen und so weiter. Aber was ist denn das da? Aber was macht diese Steinmaske hier eigentlich? Und dann, bam, überall Vampire. Ich kenne jetzt keine andere Steinmaske außer aus JoJo's Bizarre Adventure. Na, los geht's. Nee, nicht im Hypermodus. Nicht im Hypermodus. Ah ja, genau. Leider, ich mag diesen Stage eigentlich gerne, aber dieser Stage hat so rote Geister, die auf einen zufliegen und explodieren und einen instant töten, wenn sie einen erwischen. Das mag ich nicht. Okay. Magic Wand. Mehr Magic Wand ist gut. Die Musik, die hier läuft, finde ich so komisch. Die passt überhaupt nicht, finde ich, zu so einem gruseligen Labyrinth-Attacke-Dingens. Ich finde, das klingt eher wie so ein altes Ninja-Turtle-Spiel. Tja, keine Ahnung, dann die Peitsche. Ach, weil ich jetzt zusätzliche Projektile aktiviert habe, peitscht die Peitsche jetzt schon von Anfang an in zwei Richtungen. Interessant. Warum nicht? Naja, dann peitschen wir uns mal in die Horde rein, würde ich sagen, und holen uns die Erfahrungspunkte. Soll ich Garlic nehmen? Ich habe das Gefühl, Garlic ist eigentlich nicht gut, aber andererseits, gerade am Anfang halt schon. Ich mag Garlic. Was soll ich sagen? Knoblauch ist immer gut, oder? Aber die Peitsche kriegt dann kein drittes Projektil, oder? Die hat weiterhin nur zwei. Zwei ist das Maximum bei der Peitsche. Es wäre voll cool, wenn die dann auch anfangen würde, nach oben und nach unten zu peitschen. Dann wäre es ja der Hammer. Aber ich glaub's nicht. Ach komm, das will ich alles nicht. Ah, da kommt wirklich ein dritter Schlag. Ein bisschen über dem anderen. Also nicht ganz oben, aber so. Aha, aha. So, so. Na, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Peitsche kann einfach nur nach hinten und nach vorne schlagen und fertig. Aber jeder Schlag zählt quasi als Projektil. Wenn man die Projektile upgradet, peitscht die Peitsche mehr. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen und ziemlich cool. Empty Tome brauche ich unbedingt für meinen Zauberstab, damit der richtig, richtig gut wird. Mehr Empty Tome von mir aus. Keine Ahnung. Los geht's. Okay. Mehr Knoblauch. Ach, jetzt hätte ich die Bibel nehmen können, ne? Nehme ich auch. Aber ich will den Zauberstab unbedingt voll kriegen. Weil der Zauberstab wird, wenn er voll ist, schon sehr mächtig. Aber die Bibel holen wir uns auch. Okay, der Mumienboss ist da. Ah, ist das cool, die kommen gar nicht an uns ran. Hahaha.
du willst den Spellbender. Wirklich? Den Spellbinder will ich. Warum eigentlich? Aber gut, okay. Spellbinder und Bibel. Ich hab's mir notiert, Abraxe. Machen wir. In meinem Kopf. Was heißt, es ist nicht sehr zuverlässig. Aber gut. Also aktuell haben wir eine gute Progression gehabt. Aktuell sind wir sehr mächtig im Vergleich zu den Gegnerhorden, die sich uns stellen, finde ich. Aktuell läuft's gut. Ah, da oben ist ein Hähnchen. Nett. Okay, Bibel. Magic Wand! Jawohl, jetzt geht der Magic Wand ab. Ist halt eine zielsuchende Gatling jetzt, der Zauberstab. Schießt einfach alles weg, was uns zu nahe kommt. Ich mag den. Ach, nehmen wir die Messer noch. Komm, warum nicht? Messer sind cool. Jawoll! Dreierkiste! Oder? Oder? Ja. Ich glaube, es ist eine Dreierkiste. Aber immerhin. Bibel, Messer, Zauberstab. Perfekt. Her damit. Her damit! Da können wir uns durchgraben wie nix hier durch die Mumien. Ah, das ist schon cool, wenn man dann mal mächtig ist. Okay, mehr Peitsche. Noch mehr Peitsche. Ich glaube, das braucht man für die Peitsche, oder? Oder was das da? Ich glaube, nee, warte mal. Das braucht man für Knoblauch. Braucht man das dann für die Peitsche? Weil das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Die habe ich noch nicht. Das habe ich nur irgendwo gesehen mal kurz. Ich wollte es gar nicht sehen. Bin mir nicht sicher. Ich nehm's. Nur für den Fall. Dann weiß ich's. Oh yeah! Der Duplikator! Yes! Noch mehr Projektile von allem! Ist das nicht schön? Ich finde schon. Aber wir haben irgendwann mal was abgekriegt, sehe ich gerade. Ich glaube, ein Hähnchen wäre mal ganz cool, vielleicht sogar. Oh, das ist eine Stoppuhr. Na, nu, na, na. Oh, oh. Todesgeister.
bin mir nicht sicher, ob die Todessuizid-Sprenggeister mit unserem Zauberstab und unserem ganzen Zeug überhaupt noch an uns rankommen. Aber ich will es nicht riskieren. Ich gehe denen lieber ein bisschen aus dem Weg. War gerade gefährlich zum Beispiel. Ich mag die nicht. Wartet mal kurz, den Orb brauchen wir für das heilige Wasser. Dann nehmen wir den doch. Das heilige Wasser. Habe ich wortwörtlich übersetzt. Das Weihwasser meine ich natürlich. Der große Klops da ein Boss? Wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal, ob wir den klein kriegen. Jawohl! Mehr Messer, immer gut, her damit. Oh, gleich noch ein Level. Cool. Mehr Projektilgeschwindigkeit, damit es noch mehr durchdreht hier, unsere Action. Guckt euch das an. Wir sind die Bullet Hell Killer Maschine hier in dem Spiel. Schön, schön. Mehr Duplikator! Jawohl! Das dreht so durch hier. Ich mag das so. Das dreht jetzt richtig durch hier. Mit ein bisschen Glück könnten wir richtig weit kommen jetzt in der Runde. Es läuft gerade gut. Schauen wir mal, wo es noch hinläuft. Kann es ganz schnell alles eskalieren und dann ist vorbei. Aber aktuell sieht es nicht schlecht aus, würde ich sagen. Sollen wir uns noch Glück nehmen? Einen Platz hätten wir noch. Nehmen wir uns noch ein bisschen Glück. Oder dann sind die Plätze voll. Lass mich mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Für den Magic Wand brauchen wir den Empty Tome, haben wir. Fire Wand haben wir nicht. Garlic braucht... Ach so, Garlic bräuchte dieses rote Herz. Könnten wir uns aufheben, den letzten Platz für das rote Herz? Na gut, okay. Ach so, Spellbinder, ne? Du hast gesagt, ich soll mir Spellbinder nehmen. Okay, gut, dann nehmen wir den Spellbinder. Dann machen wir das. Oh, die Peitschen, ey. Die Peitschen jetzt hier aber ganz schön durch die Menge durch. Nicht schlecht. Oh, oh, Sprengmaid-Geister. Mag ich nicht so gerne. Ja! Dreierkiste! Oh, das läuft super gut. Der Run ist super gut gerade. Das ist toll. Oh, wow, wir haben eine super Peitsche bekommen. Irgendwas hat tatsächlich, war wahrscheinlich das Herz, ne? Sehr gut. Requires Hollow Heart, ja genau.
Muss ich noch mal kurz warten, was das jetzt macht unten bei den Meldungen. Moment. Das ist cool. Die... Ah, jetzt zeigt es mir nicht mehr. Was? Na, schauen wir uns nachher an. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine bessere Peitsche. Guckt euch die an. Wow. Die säbelt sich jetzt durch hier. Die ist riesig und rot. Ist das cool. Ist das irre. Meine Güte, das gefällt mir. Durch die Brokkoli-Herden. Horden, wie auch immer. Beides. Ich glaube, Brokkoli sind Rudeltiere. Fast schon. Herdentiere. Klar, mehr Knoblauch, warum nicht? Das ist so toll. Aber was nehmen wir jetzt? Mehr, hier ist egal. Hauen wir einfach raus. Was weiß ich. Mehr von allem. Mehr Bibel. Oh ja, ich sehe schon. Die Bibel wird ganz schön irre, ne? Ich habe jetzt schon fast permanent die Bibel. Wahrscheinlich durch die Spellbinder. Und zwar sehr, sehr viele davon. Überall um mich rum. Wenn mir die zu nahe kommen, werden die weggebibelt. Wie sonst noch was? Gibt's eins mit der Bibel drauf? Die Peitsche regeneriert HP jetzt auch noch. Holy, das ist ja irre. Mehr Messer. Beziehungsweise gehen die Messer jetzt durch Gegner durch. Was mehr Messern gleichkommt im Grunde. Oh yeah! Vakuum! Alle Kristalle, die ich nicht aufgesammelt habe, werden jetzt eingesaugt. Das sind bestimmt ein paar Level, ey. Meine Güte. Oh, das waren gar nicht so viele, wie ich dachte. Okay, na gut. Schade, war nur ein Level. Ein bisschen mehr. Ach ja. Ich gehe da einfach durch wie durch Butter. Ich muss gar nicht mehr aufpassen. Also aktuell gibt es, glaube ich, nichts, was mir gefährlich werden kann hier. Ah, da ist ein Boss. Okay, gut. Da schauen wir ein bisschen. Aber selbst den schubsen wir hier durch wie sonst noch was. Das ist schon ziemlich cool. Muss ich schon sagen. Oh yeah, noch ein Magnetorb. Sehr schön. Her damit. Herr mit dem feinen Loot. Ah, da ist noch so ein Magnetorb, aber den hebe ich mir auf. Ich glaube, da drehe ich jetzt erstmal ein, zwei Runden durch die Gegnermassen, bevor ich den nehme. Damit es sich lohnt. Ich hoffe, der bleibt da liegen, wo er ist. Ach, da war schon irgendein Boss drunter. Keine Ahnung.
Sehr schön. Der Magic Wand ist jetzt auch evolved durch den Empty Tome, den wir haben. Und ab jetzt hat er keinen Cooldown mehr. Jetzt schießt er ununterbrochen. Der schießt jetzt einfach raus wie ein Maschinengewehr. Das ist jetzt total irre ab jetzt. Guckt euch das an. Die hellblauen Flunsal. Das ist jetzt der Magic Wand. Der schießt einfach jetzt in allen Richtungen alles weg. Der ist komplett durchgedreht. Komplett durchgedreht ist der jetzt. Und wir machen die Projektile noch schneller, damit es noch irrer wird. Der schießt jetzt einfach alles weg. Mehr Bibel. Das ist so verklappt. Das ist so großartig. Da entfaltet das Spiel wirklich sein volles Potenzial, wenn es mal so weit ist. Das ist richtig schön. Medusa ist da. Okay, Medusa. Los geht's. Medusa hat nicht mal den Hauch einer Chance gegen uns. Nicht mal den Hauch einer Chance. Oh, die Bibel ist zur unheiligen Vespers geworden oder sowas. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen, was die macht, weil ich so überwältigt war. Aber ist cool. Her damit, was auch immer. Oh yeah. Jetzt habe ich quasi eine unendliche Aura des Todes um mich rum, oder? Kann das sein? Zusätzlich zu den anderen Auren des Todes, die ich eh schon habe, habe ich jetzt noch die Necronomicon-Power in meiner Hand. Sehr schön. Ja, komm, machen wir jetzt noch ein bisschen Knoblauch-Power dazu, weil warum denn nicht? Falls was durch die unheilige Bibel durchkommt. Ja, an der Wand aus Cthulhu Necronomicon-Bibel schmilzt jetzt einfach alles, was da ankommt. Oh mein Gott, ist das cool. Ah, neue Gegner, muss ich ein bisschen aufpassen. Die können, glaube ich, theoretisch durchkommen. Aber nur, wenn ich in die Reihen laufe, oder? Nee, vergiss es. Okay. Dann marschieren wir weiter durch die Horden durch hier. Ach ja, warum nicht? Ein bisschen mehr Weihwasser schadet auch nicht. Brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht mehr, aber schadet nicht. Ja, Dreierkiste, das ist so super. Wir sind eh schon so mächtig, aber immer her damit. Das Spiel wird immer irre und irre und irre. Bis es irgendwann zu Ende ist. Es gibt wirklich einen Endpunkt. Oh, warte mal. Ich glaube, die Messer haben sich weiterentwickelt. Kann das sein? Jupp. Ohne Unterbrechung Messer schießen. Dank den Handschuhen. Yes, das ist ja voll irre. Ich habe alle Kombinationen gefunden, die es im Universum gibt. Oh Gott, ey, ist das cool. Ist das cool. Na dann, haben wir jetzt auch noch unendlich Messer, die wir vorne raushauen. Guckt euch das an. Ist das cool. Oh mein Gott, ist das cool. Das ist das Beste überhaupt. Das ist das Beste überhaupt. Und fürs Weihwasser, da kenne ich es nämlich schon, da habe ich auch das richtige Item. Das heißt, das Weihwasser können wir jetzt dann auch gleich noch buffen, damit es zielsuchendes Weihwasser wird. Dann ist das so ein bisschen wie die Ionenkanone aus Command & Conquer, das Weihwasser plötzlich. Dann können wir nicht nur die Gegner töten, die direkt vor uns sind, sondern auch die weiter weg sind. Dann sterben einfach alle dauernd.
Ja, das mit der Bibel war schon ein ziemlich guter Tipp, Abraxe, das muss ich sagen. Vom Vampirjäger zum dunklen Lord. So schnell kann's gehen, ne? Wer ist jetzt das wahre Monster hier, fragt man sich. Ja, jetzt kann Rambo Kumpel sagen, jetzt kann Rambo Meister sagen oder so, glaube ich eher. Lehre mich. Oh, eine Hexe, ein Hexenboss. Ich glaube, die lebt nicht lange. Na, her damit. Nehmen wir. Mehr Loot-Reichweite. Ich glaube, das kann ich mir aktuell leisten. Noch mehr Loot-Reichweite. Dann leveln wir noch schneller hoch. Warum denn nicht? Hallo Dart, wie geht's? Schönen Abend. Das ist so cool. Hey, danke schön für die Bits. Hurra, das Bitglas. Es geht schon über. Da springen schon die ersten Bits raus. Dankeschön. Super nett von dir. Weihwasser, das können wir noch maximieren, ne? Damit das zielsuchend wird. Das ist eine gute Idee. Zeit angehalten, aber wen interessiert es jetzt noch? Oh, da ist ein Boss. Da ist ein neuer Boss, okay. Da kommen jetzt auch neue Gegner, riesige Totenköpfe. Oh oh, Sprengmeiden. Aber, jawohl, ich glaube, ich bin gegen die Selbstmord-Sprenggeister jetzt immun. Die kommen nicht mehr durch mein Necronomicon-Schild durch. Ausgezeichnet. Ja, noch ein bisschen mehr Loot-Radius. Warum nicht? Nehmen wir. Ja, die kommen nicht mehr durch. Perfekt, die können mir, glaube ich, nichts mehr jetzt. Glück gehabt. Weil vor denen habe ich immer ein bisschen Angst hier bei der Stage. Ich mag die Stage eigentlich viel lieber als die erste. Ich finde die viel leichter, viel angenehmer zu spielen. Aber diese Sprenggeister, die One-Hit-Killen, das macht mir echt Angst. Das ist nicht gut. Mir geht's gut. Das ist schön. Mein Fallout-Sensei. Mir geht's auch gut. Dankeschön. Wie hoch ist denn... Ah ja, noch eine Stufe jetzt, dann ist das Weihwasser auch auf Maximum. Ich gehe den Geistern trotzdem lieber ein bisschen aus dem Weg. Die machen mich trotzdem nervös. Aber eigentlich können die mir, glaube ich, nichts mehr. Aber ich habe Angst. Ich will den jetzt auch nicht unbedingt mit voll Druck reinlaufen. Nicht, dass die doch irgendwie durchglitschen und mich in die Luft sprengen. Das wäre schade. Hey, danke doch mal für den Bit. Was nehmen wir? Keine Ahnung. Es ist alles egal jetzt. Ich meine, guckt euch das an. Wie verrückt ist das eigentlich? Ich hätte gern noch Weihwasser. Warum kriege ich denn das nicht mehr? Dann mache ich einfach alles andere voll. Dann muss ich irgendwann das Weihwasser kriegen. Ich habe die Projektilgeschwindigkeit nochmal erhöht. Man merkt es an den Messern, oder? Oh mein Gott, ist das super.
Hätte das Weihwasser nicht schon abgegradet sein müssen? Keine Ahnung, ist auch egal. Genau, das gibt's auf Steam zu kaufen und zwar nur für 2,30, was ziemlich ein unschlagbarer Preis ist, muss ich sagen. Also wenn man Roguelites mag, ist das wirklich richtig gut. Auch wenn es sehr billig aussieht und es ist ja auch günstig, aber das ist es auf jeden Fall wert. Das mit dem Weihwasser hat irgendwie nicht geklappt, dass sich das noch weiterentwickelt. Keine Ahnung, aber ist auch nicht so wichtig. Wir sind jetzt quasi so ziemlich am Maximum unserer Stärke angekommen. Ah, nein, doch, jetzt kriegen wir noch super Weihwasser. Hat doch noch funktioniert. Sehr gut. Genau, ab jetzt sind die Weihwasserpfützen auf dem Boden nämlich zielsuchend. Die verfolgen die Gegner jetzt. Das heißt, hier sind jetzt überall Scheinwerfer, die die Gegner wegbrutzeln. Im Grunde. Schon ziemlich gut. Ganz viel Sprenggeister. Ich glaube, die können mir wirklich nichts mehr tun, egal was passiert. Trotzdem machen die mich immer noch nervös. Die haben mich einmal zu oft einfach weggesprengt, als es gerade gut lief. Diese blöden Sprenggeister, die roten. Ah, irgendwo liegt eine Schatzkiste. Ich kriege überhaupt nichts mehr mit. Oh, und jetzt auch noch Bildschirm töten. Oh, es ist einfach... Meine Güte, wir sind so übermächtig. Es ist der Hammer. Es ist so toll. Aha, und ab jetzt haben wir alle unsere Waffen und Items, Zusatz-Items, voll upgegradet. Jetzt dürfen wir uns bei jedem Level-Up entweder 25 Gold oder Lebensenergie holen, 30. Ich nehme natürlich Gold, weil Lebensenergie brauchen wir gerade nicht. Jetzt können wir noch ganz schön viel Gold grinden, bis es dann wirklich zu Ende geht, wahrscheinlich, das Spiel. Demnächst. Dann mähen wir uns hier halt noch ein bisschen durch die Gegner durch. Man sieht die Zeit gar nicht. Doch, doch, die sieht man theoretisch schon da oben. 24:03. Ach so, wegen der Spendenleiste. Jetzt verstehe ich's. Wisst ihr was? Die kann ich einfach schnell ausblenden. Dann sieht man die. Das ist ein guter Hinweis. So, machen wir das schnell unsichtbar für heute. Okay. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Es ist so bekloppt hier. Ich find's so großartig. Wie wir einfach durchmarschieren und wie die blaue, die Erfahrungspunkteleiste einfach steigt und steigt und steigt, wenn wir uns hier durchfräsen. Das ist so super. Oh, es kommen plötzlich nochmal Fledermäuse. Wo kommen die denn her? Nehmen wir auch mit. Was soll's. Oh, da ist ein Oberboss. Die Oberhexe ist da. Na dann. Oh, die kommt sogar durch mein Kraftfeld durch. Wow. Dann muss ich sogar ein bisschen zurückweichen wieder. Hätte ich nicht gedacht.
So, das war die Oberhexe. Yay, Dreierbox! Geld, Geld, Geld. Genau, was ich mir gewünscht habe. Dankeschön. Einfach alles abprallt hier von mir. Es ist so cool. Wenn ihr dann die letzten Runs denkt, wo ich irgendwie echt Probleme hatte zu überleben und dauernd ausweichen musste und die Gegner waren einziges Labyrinth und jetzt ist es halt so, ja, hier, whatever. Noch mehr Geld. Immer her damit. Jawoll! Erfahrungspunkt Einsammelsauger! Da ist bestimmt einiges liegen geblieben. Her damit! Es wird schon so voll, die Gegner schupfen sich schon gegenseitig, glitschen schon total rum auf dem Bildschirm. Ist das nicht schön? Ah, da ist nochmal ein Boss, na dann. Dreierbox! Sehr gut. Gold. Ja, damit. Der Kill-Aura-Simulator. Ja, ich habe jetzt vor allem witzigerweise zusätzlich zu meiner Bibel auch noch eine Knoblauch-Aura. Also wenn irgendwas durch meine dunkle Bibelwand durchkommt, dann wird es mit dem Knoblauch noch weggerafft. Das ist schon super. Oh oh, oh oh, die kommen durch zu mir. Jetzt wird's ernst. Jetzt sollte ich vielleicht lieber ein bisschen stationärer bleiben und nicht mehr ganz so durchmarschieren. Weil jetzt, ab jetzt bin ich nicht mehr unsterblich anscheinend. Da war ein Boss dabei, der war vielleicht das, was mir so Schaden gemacht hat. Aber wir haben es noch überlebt, aber schauen wir mal. Jetzt wird es ein bisschen ernster wieder. Da sind jetzt krasse Gegner dabei, krasse Monster anscheinend. Es kommen auch dauernd rote Erfahrungspunktbrocken von so super krassen Monstern. Deswegen leveln wir auch gerade so super schnell hoch. Ah. Man hat gegen Ende kaum noch eine Chance, wenn man nicht auf Area of Effect Effekt setzt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Solange ich mich nicht bewege, läuft's perfekt. Und ich werde hier mit Erfahrungspunkten versorgt ohne Ende. Also immer her damit. Ein paar kommen gefährlich nah an mich ran, aber ich heile mich ja auch ein bisschen permanent.
Angst vor Sprenggeistern, aber die kommen nicht mehr durch, oder? Die kommen nicht durch, die Sprenggeister. Durchhalten, durchhalten. Oh Gott, die kommen immer näher an mich ran, ey. Die kommen immer näher an mich ran, ey. Ohne Scheiß. Nebelbart, hallo, wie geht's? Boah, ey. Aber es hilft nichts, wir müssen weitermachen. Shit, 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 shit. Ah, wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr. Wir sterben einen Ticken schneller, als ich uns heilen kann. Ah, nein. Ich dachte, wir wären jetzt mächtig genug. Ich dachte, die hätten keine Chance mehr. Level 104, über 3000 Gold. Fast 30.000 Gegner getötet. Fast eine halbe Stunde. Ein super Run, aber nicht perfekt. Schade. Der Tod ist nahe, ja, ja. Ich glaube, der um 30 wäre er gekommen, oder? Ich hätte noch 22 Sekunden durchhalten müssen. Aber da hat dann eben doch irgendwas noch gefehlt. Der Knoblauch war nicht optimiert. Vielleicht hätte man mit dem... Naja, der Knoblauch ist nicht so gut gegen Ende. Hey, aber wir haben trotzdem einen neuen Charakter, weil wir 10.000 und noch einen neuen Charakter. Was? Yes. Und 500 Gold. Und nochmal 500 Gold. Und nochmal 500 Gold. Cool. Zwei neue Charaktere freigeschaltet. Also, zum Freischalten freigeschaltet. Wir haben jetzt hier einmal... warum sieht man denn unten meine Taskleiste eigentlich? Wir haben jetzt einmal Crochi. Crochi Fretto. Startet mit einem Revival. Ah, und kriegt aber Level 33 noch ein Revival. Mhm, okay, naja, gut. Was kann er hier? Der Yato Cavallo. Gets more projectiles every... alle 20 Level mehr Projektile. Hm, das ist interessant durchaus. Den schalte ich mal frei, oder? Bam. Und jetzt geben wir mal noch Geld für Power-Ups aus. Würde ich sagen... Aber für was? Ah ja, warum nicht? Mehr Erfahrungspunkte. Können wir uns gerade so leisten. Gut. Dann testen wir mal Cavallo. Ich frage mich, wann man die letzte Stage hier kriegt. Moment, kann ich die schon nehmen? Ja, ich kann die schon nehmen. Was? Was? Warum? Das wusste ich nicht. Weil da ein Fragezeichen war, dachte ich, ich muss die erst freischalten. Hä? Was wirft der da? Die Waffe kenne ich nicht. Feuerwerkskörper oder so. Das ist ja auch ein Panda-Bär. Es macht ja auch Sinn, dass der Feuerwerkskörper wirft. Logisch. Interessante Waffen. Pff. Bis jetzt noch nicht super effektiv, aber schauen wir mal. Das wird schon noch. Okay, Bibel. Ich habe gelernt, dass die Bibel am Anfang vielleicht ein bisschen lame ist, aber wenn sie dann zum Necronomicon wird, dann haut sie rein. Ah, bin kein Fan, bin von nix davon Fan, aber für den Anfang, so früh im Spiel, ist Knoblauch gut. Ach so, verdammt. Okay, hier in dem Stage ist Knoblauch gar nicht mehr gut. Weil auf dem letzten Stage stand ja auch, da haben Gegner 50% mehr Lebensenergie. Und das heißt anscheinend leider, dass der Knoblauch die nicht mehr töten kann. Schade. Knoblauch ist wirklich einfach leider. Ich mag Knoblauch echt gerne als Waffe. Ich finde das so cool, wenn man schon so früh durch die Fledermaushorden durchmarschieren kann. Aber Knoblauch wird viel zu schnell zu schwach. Leider. Knoblauch ist im Grunde das Gegenteil von der Bibel. Knoblauch ist am Anfang gut und wird dann immer schlechter und schlechter. Und die Bibel ist am Anfang schlecht und wird dann immer crazier und crazier. Crazy Gara. Ich
glaube, die Bibliothek finde ich deswegen so viel leichter, weil da die Gegner nur aus zwei Richtungen kommen können und weil man da auch den Loot viel leichter durch so Slalomlaufen alles einsammeln kann. Ich glaube, ich bin jetzt bei dem Spiel schön langsam an dem Punkt angekommen, wo ich mir Guides angucken will, wie man den perfekten Build baut. Schön langsam, noch nicht ganz. Ein bisschen will ich, glaube ich, noch selber rumexperimentieren. Aber schön langsam will ich einfach optimieren, glaube ich. Ja, Cherry Bombs. Leveln wir hoch. Auch wenn die bis jetzt noch schlecht sind, die werden bestimmt super. Guck, die sind gut gelandet. Und jetzt? Ne? Hä? Was? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, die sind voll in dem Fledermausfaden gelandet. Dingens. Nee, nicht. Keine Ahnung. Schade. Die lösen sich irgendwie auf. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wenn die zu oft gegen Gegner prallen, gehen die kaputt und explodieren nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, weil ansonsten könnten die viel effektiver sein, wenn die so in die... Ja, die können so gar nicht so richtig in so Horden reinfliegen, weil die vorher kaputt gehen. Das ist schade. Naja, dann nehmen wir noch mehr Bibeln. Und auch jetzt hat es funktioniert da unten mit den Feuerwerkskörpern. Naja, keine Ahnung. Ich muss die mal noch beobachten. Aber ich habe im ersten Level auf dem Wiesen, da ist der Tod bei mir schon mal gekommen. Aber ich glaube tatsächlich in der Bibliothek habe ich es nie bis zum Tod geschafft. Immer kurz davor. Zweimal bis jetzt. Einmal war die gerade dabei. Ich habe sie ja auch noch nicht lang gespielt eben. Ich habe noch gar keine Subwaffen, ne? Aber ich warte halt irgendwie auf die richtigen. Nimm jetzt mal noch den Magic Wand dazu. Der ist immer gut. Ja, stimmt wirklich. Wenn die zu oft gegen Gegner knallen, dann gehen die leider kaputt und explodieren nicht mehr. Das ist echt schade. Oder gibt es einfach manchmal Blindgänger? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, unter welchen Bedingungen die explodieren und unter welchen nicht. Aha, 50% Chance zu explodieren. Es ist wirklich einfach Glückssache, ob die explodieren oder nicht. Ich verstehe. Ich hatte mal den fast perfekten Run mit dem Bild, das ich wollte. Ich hatte nur eine Waffe, die ich nicht wollte. Und die den ganzen Run... zerstört haben. Ach so, okay. Hatte das Pentagramm. Ah, und da, genau. Das ist voll blöd. Wenn das Pentagramm die Bosse aus der Existenz warpt... Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, kann man es gleich vergessen, ne? Komplett für den Arsch. Aha, Bosskiste, die hätte ich gerne. Aber da muss ich jetzt erst die Gegner weglocken.
Na super, jetzt spawnt eine neue Wand aus Gegnern. Come on, okay. Jawohl, Dreierkiste. Bis jetzt ist der Run nicht gut, aber die könnte uns retten. Mal schauen. Okay, Zauberstab, Zauberstab, Knoblauch. Nehmen wir. Und mehr Bibel. Hey, warum kriege ich denn eigentlich nur Waffen und keine Sub-Items? Was ist denn da los? Aber diese Cherry Bombs sind eigentlich schon lustig. Die sind halt leider sehr unberechenbar und so. Aber grundsätzlich finde ich das sehr cool. Sehr schön, wieder ein Boss besiegt. Ist das irgendwie eine Beschränkung? Gibt es auf diesem dritten Stage keine Sub-Items? Habe ich das irgendwie überlesen? Nee, da ist auch der Attract Orb, kann nicht sein. Ich muss mich mal noch für eine letzte Waffe entscheiden, aber ich weiß gar nicht, was ich nehmen will, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal bei denen, die ich habe. Mehr Zauberstab. Ich könnte mal die Axt noch nehmen. Die habe ich noch nie abgegradet. Aber es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, mit was ich die Axt noch kombinieren könnte. Was ich nicht schon probiert habe. Eigentlich nur die... Ich schaue danach mal auf meinem Schmierzettel. Eigentlich nur die Erfahrungspunktkrone. Der Kerzenleuchter. Und noch irgendwas, glaube ich. Die ich nicht zuordnen kann und die vielleicht noch in Frage kommen. Wahrscheinlich ist es das noch irgendwas, das mir gerade nicht einfällt. Oh nein, da kommen Sprenggeister. Die mag ich nicht. Bei denen muss ich fliehen. Ah ja. Aber Area of Attack macht mit der Axt keinen Sinn, oder? Oder werden die da einfach größer, die Äxte? Das könnte schon sein. Was weiß ich? Was weiß denn ich? Ich nehme das jetzt einfach mal. Wird schon gut sein für irgendwas. Jetzt muss ich halt die Äxte noch kriegen, aber ist egal. Ich habe noch genug freie Slots und Upgrades. Bis die Äxte nicht kommen, nehme ich einfach keine letzte Waffe.
ich kann mich durch die Zombie-Horden zumindest ganz gut durchhauen, ne? Aber das ist jetzt echt gemein. Cool, aber der explodierende Feuerwerkskörper hat den Tag nochmal gerettet. Dammit. Okay, was brauche ich denn jetzt? Jetzt passt mal auf. Ich brauche für den Zauberstab den Empty Tome auf jeden Fall. Und sonst bräuchte ich von hier jetzt aber nichts. Ich nehm mal den Empty Tome, weil Reduced Cooldown ist immer gut. Dann werfe ich mehr Cherry Bombs, mehr Messer, mehr Bibeln. Immer gut. Zwei Bosse gleichzeitig hier hinter mir her. Ich wollte eigentlich nur die Kerze kaputt machen, um zu gucken, ob da vielleicht ein Hähnchen drin ist. Ah, das ist auch gut, das nehmen wir auch. Das ist sehr schön. Wartet mal, das Hollow Heart. Nein, das brauche ich für die Peitsche, stimmt. Dann nehme ich noch mehr Cherry Bombs, damit wir mal das volle Potenzial von denen sehen. Cross wollte ich nicht nehmen. Nee. Aber das Cross-Upgrade kenne ich auch noch nicht. Naja, ich bleibe jetzt mal, glaube ich, bei dem, was ich habe. Keine Ahnung. Oh oh. Yes, das war so gut. Köstliche Kreuzexplosion. Okay, Dagger. Und Knoblauch, na von mir aus. Wie war das ab Level 24? Kriegt der noch ein Projektil oder nee? Ich glaube alle 10 Level oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kriegt der Panda ziemlich viel Projektile zusammen mit der Zeit. Das heißt, im Endeffekt sollte ich ihm eigentlich nur Projektilwaffen geben. Der Knoblauch war eine blöde Idee von Anfang an. Der braucht Projektile, der Panda. Das ist der Projektilpanda. Der Projektilpanda. Knoblauch. Naja. Cherry Bomb. Dann sind die Cherry Bombs auf Maximum erstmal. Nochmal 25% mehr Schadensfläche und mehr Schaden. Okay, cool. Oh ja, die haben jetzt eine... Wow, die haben jetzt eine ganz schöne... Wow. Da explodiert mal schnell der ganze Bildschirm, wenn der Panda die raushaut. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht.
Oh, haben die eine Digitationsstufe, meint ihr? Können die sich noch weiterentwickeln? Das würde mich jetzt gerade sehr interessieren. Die könnten nämlich, die könnten echt super krass sein, diese Feuerwerkskörper, glaube ich. Wenn die noch eine Power-Superstufe haben. Die sind jetzt schon ziemlich gut. Der Baum oder Schlamm oder was auch immer du bist. Ja, Dreierbugs. Kerze, Messer, Knoblauch. Alles, was man für so ein Abendessen braucht. Kerzenschein, ein Messer und eine Knoblauchknolle. Köstlich. Duplicator, den nehme ich mir aber auf jeden Fall. Eine zusätzliche Feuerwerksknolle oder so und mehr. Sehr gut. Panda wird schon langsam mächtig. Finde ich gut. Finde ich gut. Macht auch der Kerzenleuchter jetzt ziemlich viel Sinn für die Explosionsdinger. Da habe ich zugegebenermaßen am Anfang nicht mal dran gedacht. Aber das macht total Sinn, weil die explodieren jetzt für jeden Kerzenständer, den ich habe, nochmal mehr. Mehr Projektile! Oh, die kommen näher. Sprengt mich frei, Kugeln. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt würde ich gern zurückgehen und den ganzen Loot holen, aber ich habe gerade Probleme, überhaupt irgendwo hinzugehen. Okay, okay, okay. Machen wir... Ah ja, die brauche ich für die Messer, ne? Nehme ich auch gleich mal. Ah, und das brauche ich für Knoblauch, stimmt's? Spickzettel? Jupp, das nehmen wir dann auch. Wenn wir schon Knoblauch haben so hoch, dann machen wir super Knoblauch draus. Ah, und jetzt gäbe es aber auch die Axt. Ah, dann nehme ich aber erst das für Knoblauch. Knoblauch ist eh schon so hoch. Wer weiß, ob ich das mit der Axt überhaupt überlebe. Und wer weiß, ob der Kerzenhalter überhaupt für die Axt ist. Eben, so viele Fragen. Nehmen wir lieber das, was wir haben, was wir wissen. Sterb, Medusa! Danke. Sehr nett von ihr. Kerzenschein. Ach ja. Oh Gott, ich war lange nicht mehr im Chat, fällt mir gerade auf. Mehr Area macht die Bibel etwas unwirksamer. Ah ja, okay. Redet ihr von Guild Wars 2? Das habe ich damals, als es neu war, auch sehr lange gespielt.
Hat mir gut gefallen. Ich habe quasi so die Startstory durchgespielt. Hab alles gemacht, was man machen kann. Hab dieses Achievement bekommen. Bin der, done that. War cool. Hat mir gefallen. Was brauche ich für den Zauberstab? Habe ich schon. Perfekt. Zauberstab wäre vielleicht das Erste, was wir heute voll kriegen. Ah, und jetzt nehme ich mir die Axt. Keine Ahnung, ob das überhaupt richtig ist. Wir kriegen so viele Level, das mag ich. Und wir machen den Knoblauch fast voll jetzt. Und wir brauchen unbedingt Spellbinder. Jawohl. Okay, das war gut. Ein paar gute Level-Ups. Die Feuerwerkskörper von dem Panda gefallen mir. Da muss man mal die Strategie wirklich voll drauf einstellen. Dann sind die, glaube ich, schon ziemlich mächtig. Verzeihung. Jetzt kommen schon wieder so Sprenggeister. Ich mag die gar nicht. Die machen mir Angst. Jawohl, abgegradeter Superzauberstab. Das ist sehr gut jetzt. Der schießt jetzt ordentlich rum. Da hinten gibt es eine Schatzkiste, die ich irgendwie übersehen habe. Cool. Kämpfen wir uns mal durch. Okay. Vielleicht noch ein neuer Boss auf dem Weg zur anderen Schatzkiste. Sehr schön. Gar nicht schlecht, der Panda Run bis jetzt, ne? Gar nicht schlecht. Schauen wir mal, wo der noch hinführt. Das Feuerwerk von dem ist auf jeden Fall echt gut. Oh ja, wir haben super Knoblauch. Knoblauch wird jetzt zum Seelenfresser, zum Soul Eater. Ab jetzt ist die Fläche riesig, total schwarz und heilt uns, wenn Gegner drauflatschen. Das ist schon gut. Aber auch ein bisschen verwirrend, finde ich, weil es so dunkel ist und so riesig. Aber jeder Gegner, der die Fläche betritt, kriegt jetzt Schaden. Nicht viel, aber immerhin, und wir heilen uns. Wo ist denn die Bosshexe hin? Ist die schon tot? Hat die nichts gedroppt? Ne, da unten ist sie. Herr mit dem Schatz. Ja, super Bibel, Necronomicon des Todes, Teufels. Herr damit. Ungefähr genauso groß wie unsere Knoblauch-Aura jetzt. Das ist schon, glaube ich, ganz gut wahrscheinlich. Mhm, läuft gut. Wir können wieder durchmähen durch die Gegner, die aktuell da sind zumindest. Wir haben noch viel Ausbauspielraum.
bräuchte dringend mal wieder so einen Vakuum-Orb. Ich glaube, es liegt schon so viel Erfahrungspunkt-Kristallzeugs rum, dass ich nicht gesammelt habe. Ich muss mal Jagd nach Kerzen machen und hoffen. Die Fledermausschwärme drücken mir ganz schön viel Gegner rein. Aber das passt schon. Das passt schon. Wir kommen klar mit denen. Da entfaltet sich jetzt erst die volle Power unseres Feuerwerks. Das ist cool. Im Grunde, wenn ich wirklich umzingelt bin, wird das Feuerwerk tatsächlich zu einer zusätzlichen Aura im Grunde. Das ist schon gut. Ja! Ja! Entschuldigung. 5 Sterne. 5 Loot-Dinger. Handschuh, Handschuh, Messer, Buch, Kerze. Alles nehme ich. Awesome. Cool, 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 cool. Der Run wird immer besser. Um Himmels Willen, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch nehmen soll. Oh, jetzt kommen Blumen. Jetzt wachsen hier überall Blumen. Naja, auch wurscht. Die können hier ruhig wachsen. Ich suche weiter nach einem Orb. Blumen sind schon sehr tankig, aber können sich halt dafür auch nicht bewegen. Also können sie schon, aber tun sie, glaube ich, nicht in dem Zustand. Droppen aber, glaube ich, auch nichts. Sie sind quasi nur Hindernisse. Gibt es jetzt gar keine anderen Gegner mehr? Nur noch Blumen überall? Was ist denn jetzt los? Oh, das ist schön. Da liegt ein Feuerspuck-Dingens. Aber selbst das stecken die Blumen ganz gut weg. Kommen da jetzt nochmal richtige Gegner? Ja, jetzt kommen wieder richtige Gegner. Gut. Oh, was sehe ich denn da unten? Da gehe ich kurz hin. Das ist nicht schlecht. Guckt euch den verrückten Scheiß an, um Himmels Willen. Das Spiel ist so toll. Ich mag das. Die Cherries haben bisher keine Evolution. Okay, danke. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ah, wir haben Supermesser bekommen. Sehr schön. Als ob die nicht schon super genug gewesen wären, aber geht immer noch mehr. So gut. So gut einfach.
Das macht, finde ich, das ist einfach so cool. Diese Progression, nee, nicht Progression, diese Machteskalation im Grunde, die das Spiel hat. Das ist einfach sehr, sehr gut. Das machen nur wenige Roguelites so gut wie das Spiel hier. Binding of Isaac ist ein Spiel, das macht das zum Beispiel auch sehr gut. Es gibt ein paar, die machen das wirklich auch sehr gut. Aber das hier hat schon wirklich eine super Eskalationsspirale einfach. Da war doch gerade noch ein Boss, habe ich den aus dem Bild gekickt, glaube ich, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich den Boss einfach aus dem Bild gekickt. Nehmen wir mal einfach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch nehmen. Ach, ich glaube, das, was ich da vorher gesehen habe, war noch gar kein Boss. Hier ist der Blumenboss. Eine Fünferkiste, das ist schon super. Wenn man so eine Fünferkiste in so einem Run kriegt wie vorher, das ist der Hammer. Ich hoffe, ich habe nicht euch zu laut ins Ohr geschrien. Wenn, dann sorry. Aber ich habe mich echt gefreut. Medusa Boss, sehr gut. Hat keine Kiste für uns gehabt, schade, nur Erfahrung ganz viel. Naja. Das hat auch irgendwie so ein bisschen was Meditatives. Es ist zwar laut und wild und bunt und blinkt und schreit, aber es ist auch irgendwie so ein Zustand von vollem Eintauchen. Wenn man mal diesen Zustand erreicht hat mit seinem Charakter. Irgendwie volle Konzentration. Man ist so in der Zone. Man kommt so schön in die Zone bei diesem Spiel. Okay, wir brauchen noch ein paar Äxte. Her damit, bitte. Ich hätte so gern einen Erfahrungspunkt-Magneten, Mensch. Irgendwo muss einer sein. Ich suche jetzt nach einem. Ah, da ist er schon. Yeah. Yeah. Na, das hat ein bisschen was gebracht. Aber leider war der Kerzenständer nicht das Richtige für die Axt. Das muss ich mir merken. Anscheinend, glaube ich zumindest, oder? Abraxe, dankeschön für die Bits. Das Bitglas geht so über wie die Pixelschüsse hier auf dem Bildschirm. Und ich find's großartig.
Da hinten ist irgendwo eine vergessene Schatzkiste. Da ist schon der nächste Boss. Aber der Boss, der verfolgt uns. Der geht nicht verloren. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Also leider war das nicht das Richtige für die Axt. Schade. Oder vielleicht auch doch. Vielleicht können Waffen nur durch Bosskisten upgegradet werden. Eventuell könnte schon sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall die upgegradete Axt bekommen anscheinend. Cool. Bin gespannt, was die macht. Die schießt jetzt in alle Richtungen und ist riesig und irre. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich gut. Mag ich. Gefällt mir. Ja, die Axt gefällt mir gut jetzt in dem Zustand. Die finde ich am Anfang auch immer ein bisschen schwach, aber das ist jetzt schon gut. Die Todessensen, Sicheldinger. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich zu schnell in die Gegnerhorden reinrenne, dann kommen die durchaus durch. Wir sind jetzt bei Minute 29. Ab jetzt wird's kritisch. Bis jetzt sieht's noch gut aus, aber das kann sich ganz schnell ändern. Wir haben es geschafft. Jetzt kommt der Tod und tötet uns. Stage complete. Sehr cool. Den haben wir auf Anhieb beendet. Das freut mich. Der Panda ist ein ziemlich guter Charakter. Na dann. Ah ja. Ship? Was? Wir haben das Schiff. Was für ein Ship? Ist das ein Charakter oder? Skip. Ach so. Skip. Was können wir denn skippen jetzt? Das ist ein Power-Up, oder? Ah ja, das ist ein Power-Up. Once per rank allows to skip level-up choices. Aha, man kann sich dann dazu entscheiden, keine Belohnung zu nehmen bei einem Level-Up und stattdessen mehr Erfahrungspunkte zu kriegen. Ich überlege gerade, warum das gut sein soll. Damit man gegen Ende noch mehr hochleveln kann und... Nee, ich weiß nicht, warum das gut ist. Ich verstehe es nicht. Gibt es ein Achievement, wenn man Level 1000 erreicht oder sowas? Was für Achievement gibt es denn noch, die ich noch nicht habe? So viele sind es gar nicht mehr hier. 39 von 50. Schauen wir mal. Level 100 mit dem. Level 100 mit dem. Okay. Unlocks Reroll. Was auch immer das bedeutet. Moment, da habe ich ein paar übersprungen. 20 Minuten mit Crotchy überleben. 20 Minuten mit Curse überleben. Das schaffe ich, glaube ich. 30 Minuten mit Lama überleben. Ich weiß nicht, wer das ist. Gut. Pichone auf Level 7 bringen. Das ist das, ich weiß nicht, was das ist. Ist eine Waffe oder so, oder? 5000 Münzen in einem Run, okay. Dann kriegt man Domario, den Priester, als Charakter. Finde die Steinmaske. Aha, wo kann man denn die finden? In der Bücherei wahrscheinlich, oder? Evolve Lightning Ring habe ich wirklich noch nicht gemacht. Evolve Cross habe ich noch nicht. Und Unite Ebony Wings and... Aha, die Flügel und... Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, die Taube ist das.
Die Flügel hier, oder wie? Und das soll ich gleichzeitig haben, oder? Ich weiß es auch nicht. Naja, gibt noch ein bisschen was zu tun, aber auch schon viel geschafft. Und Leute, ich finde, die Zeit ist verflogen heute. Aber wir machen jetzt schon wieder Schluss, denke ich, ne? Meine Güte, das ging aber heute flott. Bei dem Spiel verfliegt einfach die Zeit wie blöd. 10 Minuten hätten wir noch. Um 10 wollte ich Schluss machen. Aber für 10 Minuten einen neuen Run anfangen, lohnt sich kaum, eigentlich. Finde ich. Wenn man hier die ganzen Dinger noch freischaltet, da braucht man halt letztendlich wahrscheinlich super viel Geld. Ist man auch noch mal, kann man das Ganze noch mal voll auf die Spitze treiben und noch viel mehr eskalieren. Ob man den Tod besiegen kann? Meint ihr, das geht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Na, vielleicht, es gibt bestimmt, oder? Naja, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ach ja, das ist ein sehr cooles, sehr kleines, sehr billiges Spiel. Ich kann das sehr empfehlen, wenn man Roguelikes mag. Ich habe gestern einige Stunden gespielt, heute einige Stunden. Und man sieht schon an den Achievements, dass man doch relativ flott dann ans Ende kommt. Oh, Abraxe, danke für die Bitch-Glas-Sprengbombe. Super nett von dir. Also das ist ein Spiel, mit dem kann man einige viele Stunden durchaus echt viel Spaß haben. Aber es ist ein Ende in Sicht. Es ist nicht so ein endloses Roguelike, wie eben zum Beispiel Binding of Isaac. Finde ich zumindest jetzt. Aber es ist ja auch noch im Early Access, ne? Wer weiß, was da noch kommt. Aber ja, ich kann das sehr empfehlen, Leute. Da machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die vielen Bits. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Gute Nacht zusammen. Ciao. Tschüss.